So, wir sind online. Die Sache kann starten, Freunde. Oh, der haut mit 20 Mbits drauf. So, jetzt ist er bei 17. Ich bin mal gespannt, ob die Streamqualität passt. So, wir sind online. Die Sache kann starten, Freunde. Qualität scheint ganz in Ordnung zu sein. Na dann, kann's ja losgehen. Das Einzige, was wir nur machen, mich ein bisschen lauter von der Stimme her. Das Game noch ein bisschen leiser und dann geht's los. Ja, Freunde, herzlich willkommen endlich zum Release von Fallout 76 und somit zum ersten Livestream in diesem Spiel. Ich freue mich riesig, dass das Spiel jetzt endlich da ist. Ich durfte es gestern Abend schon ein bisschen zocken, habe soweit die Charaktereinstellungen gemacht, wie man hier sehen kann. Jetzt muss ich gerade schauen, man konnte doch irgendwo. Ja, genau, mit mittlerer Maustaste kann man sich dann quasi selbst anschauen. Ja, ich weiß, ein ganz hübsches Gesicht habe ich mir da gezaubert. Und ja, wir sind bei der ersten Mission. Erstmal Servus an alle, die da sind. Noah, Habidere und an alle anderen. Ein Zuschauer, mehr sind es noch nicht. Das Einzige, was ich noch ganz kurz einstellen muss, wäre den Ingame-Sound von der Musik. Der ist ein bisschen extrem laut. So. Und ich hoffe, dass die Streamqualität wirklich gut ist. Ich bin jetzt auf 15 Mbits gestiegen, also 15 Mbits Upload. Er zeigt mir ungefähr, wie die Leitung ausgelastet ist, aber das sollte hier online-mäßig kein Problem sein mit meiner 40 Mbit Upload-Geschichte. Das sollte wirklich absolut einwandfrei funktionieren. Ich hoffe auch, dass das Mikrofon ganz okay ist von der Soundqualität, denn das Rode Mikro, wie ihr jetzt sehen könnt, ist jetzt an meinem Mikrofonständer montiert, hat mich ein bisschen Zeit gekostet, das Ganze so perfekt einzurichten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es jetzt ist, finde ich super. Es könnte noch ein bisschen weiter runter, dass das nicht im Blickfeld zum Monitor ist, aber ansonsten perfekt. Und wegen meiner können wir so richtig geil durchstarten. So, ich muss, habe gesagt, die Musik ein bisschen runterdrehen, den ganzen Ingame-Sound ein bisschen runterdrehen. So. So ist es gut. Ja, Future Gameplay, Servus, hi an alle. Wo ich war, wenn du damit meinst, wo ich die letzten 1,5 Jahre war, dann gibt es darauf eine ganz klare Antwort, nämlich nicht da, nicht auf YouTube. Überall anders, aber nicht auf YouTube und nicht am Zocken und auch ganz wenig am Rechner. Ja, jetzt bin ich ja wieder da. Nach 4 Jahren, nee. 6 Jahre gab es jetzt meinen Kanal und 1,5 Jahre Pause, kann man eigentlich sagen. Ja, hat schon eine Zeit gedauert, hast du absolut recht, aber ich hoffe natürlich, dass ich wieder ein bisschen zurückkomme zu alter Stärke. Natürlich werden die Klicks von damals nicht mehr wieder einholbar sein, das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber ich möchte einfach den Kanal wieder pushen, sodass wir einfach eine Community wieder haben, wo man sagen kann, ey, wir haben da einfach ein paar Leute dabei, wo man sagen kann, das ist wieder eine Community, da sind Leute dabei, die zocken mit. Mit denen kann man gemeinsam LS aufnehmen, Fallout mitzocken und solche Geschichten. Das wäre für mich einfach riesig, weil ich sage, ich bin jemand, der auf YouTube einfach für die Community lebt und der einfach diese Gemeinsamkeit, das gemeinsame Spielen, die Interaktion mit den Spielern haben will, dem das ganz wichtig ist. Deswegen bitte ich auch alle, die Fallout 76 haben, auf meinen Discord-Server zu kommen. Ich habe vorhin gerade ein Video veröffentlicht, wie ihr raufkommt. Und dann seht ihr auch, dass das, wie das Ganze funktioniert. Dann könnt ihr zu mir in die Lobby rein. Ich bin gerade im Fallout 76 Sprachkanal drin. Und dann könnt man loslegen. Ich kann mir hier ein Wurfmesser bauen. Das ist total geil. Also das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ey Felix, Habederi, Servus. Der Marcel, aha. Ich hoffe, dass das nicht Mausi ist, aber gut. Wir werden sehen. Ja, ihr kennt vielleicht Fallout
76 von was? Fallout 76 zeichnet sich dadurch aus, es ist ein Rollenspiel. Third Person, ich kann auch First Person spielen. Ich kann viele Gegenstände craften, also das ist Hammer. Noah Schröder, das ist saugeil. Finde ich super, dass du als langjähriger Abonnent quasi wieder am Start bist. Finde ich super geil. Ja, und ich würde sagen, eine Rüstung wäre auch was Geiles, aber ich habe schon alle Rüstungsteile. Jetzt weiß ich gerade nicht, was die von mir wollen. Ach so, ich könnte meinen Pip-Boy etwas modifizieren. Ich weiß zwar nicht wofür, aber okay. Du kannst halt alles in dem Spiel machen. Du kannst Sachen craften, du kannst Sachen erstellen, du kannst Sachen upgraden. Das ist noch viel krasser als beim letzten Fallout. Werkzeuge, Sachen gehen kaputt, Waffen gehen kaputt, die kannst du wieder, ja, sag ich mal, aufbessern. Munitionmäßig kannst du alles erstellen. Das ist also, du hast alles in dem Spiel. Du hast Kämpfe, du hast geile Atmosphäre, das ist schon mal das eine. Du kannst einen Haufen Sachen bauen, kannst kreativ sein, hast eine offene Welt. Das ist eigentlich, also ich kann eigentlich von dem Spiel nur so schwärmen, das ist richtig heftig, ja. Aber ich merke gerade, ich kann hier überhaupt nichts craften. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll, weil es steht da. Ach so, höre dir das Kapitel Camp im Aufseher-Logbuch an. Na gut, das sollte ich vielleicht machen. Und stelle ein Rüstungsteil her. Das Tolle ist, ich habe gestern schon ein Rüstungsteil hergestellt. Gestern nach dem Erstellen von meinem Charakter. Bin jetzt mal gespannt, wann er das erkennt. Mein Charakter ist übrigens der Heinrich Wolf. Vielleicht etwas lustig, der Name. Und Leute, Marcel, natürlich spiele ich LS19. Allerdings geile Map. Es ist die Frage, wann geile Maps kommen. Das wird ja noch ein paar Wochen dauern. Und danke, Agrar in Niederbayern. Ich weiß, dass dieses Bildschirm, würde ich schon sagen, dieses Overlay von der Kamera flackert. Es ist mir leider nicht möglich, was Besseres zu haben. Das Einzige, was ich nur machen könnte, ist, hier im Hintergrund nachher mal ein Banner aufzuhängen, das dann weiß wäre. Und dann kann ich mit Hilfe von der OBS, von einem OBS-Effekt, von einem Filter bei der Webcam einstellen. Entferne bitte alle weißen Hintergründe oder alle grünen Hintergründe. Und dann habe ich halt, dann seht ihr meine Silhouette besser. Und das ist jetzt einfach die einfache Methode von dem Programm Chroma Cam von Logitech. Und leider, naja, flackert das ein bisschen. Aha, ich höre, da ist jemand im Kanal. Der Jonas, Sabedere. Ich weiß nur nicht, ob der Jonas mitzocken möchte oder nicht. Ey, Tim, Junge, was geht? Sabedere. Hallo. Junge, komm labern, komm in meinen Discord rein. Auf geht's, ich will labern. Bitte. Komm rein. Ich brauche jemanden zum Reden. Ah, hier haben wir das Aufseher-Logbuch. Jetzt hören wir uns das vielleicht mal an. Dieses Holoband. Das muss ich ein bisschen lauter machen. Hallo. Hi, Servus. Na, alles. Ich wollte mal fragen, ob ich schon mal mit dir zocken kann. Irgendwas mal LS oder so. Ja, wenn du LS hast, klar lässt sich das wieder arrangieren. Sobald der LS draußen ist, gibt es ja wieder ein Community-Projekt, also ein Server-Projekt, wo dann alle mitzocken können. Und Perfekt. da werde ich dann auch mal streamen oder halt ein paar Let's Plays machen. Das wäre gar kein Ding. Aber sonst, also Fallout hast du jetzt nicht, oder? Nee, leider noch nicht. Schade. Holst du es dir noch, oder? Ja. Das wäre auf jeden Fall geil. Ich sagte, ich brauche unbedingt noch ein paar Leute zum Mitzocken. Man kann ja maximal zu viert in Fallout 76 gemeinsam ein Team bilden. Also wäre es auch schön, wenn man das Team irgendwie voll bekommt. Das macht einfach viel mehr Spaß, als alleine rumzugurken. Müssen wir mal Ja, schauen, wie das viele Leute das noch kommen hier von meinen Zuschauern, welche sich Fallout wollte ich 76. schon seit
holen. Seit 2 Jahren auf YouTube. Seit 2 Jahren schon. Ja. Läuft. Ein treuer Abonnent. Also, eigentlich schon seit LS15, also seit der Bindelbar. Ha, Windelbach, Also, ja. Die ich bin schon. legendären Projekte, ne? Ja, da habe ich auch einige Stunden auf der Bindelbach und auf der Gamsteng gespielt. Mittlerweile sind wir auf in LS17, ich und ein Kumpel an einem Projekt am Spielen, aber wir suchen halt noch Leute, also falls du Lust hättest, Mammut zu spielen. Lässt sich sicherlich mal arrangieren, ja klar. Kann man dich irgendwo adden, also auf Steam oder so? Also du kannst mich entweder auf dem Discord adden, wenn das geht. Denk, versuch's mal, schick mir da mal eine Ja. Freundschaftsanfrage. Ansonsten kannst du mich gerne über Steam adden und zwar unter dem Pseudonym Machezocker. Also zusammen und klein geschrieben. Könnte allerdings sein, dass du mich relativ schwierig findest oder Lightwolf962. Weißt du, mit Groß-Kleinschreibung, so ganz komisch. Aber ich habe mal Freunde gehabt, die haben mich nie gefunden über Steam. Also es kann sein, dass du mich relativ schwer findest. Aber ich habe so einen blauen Wolf als Logo. Also Okay. blauen Wolfskopf. Ja, ich hätte da auch noch ein paar Fragen zu meinem PC. Ja, hau raus, jetzt sind noch nicht so viele Leute da, jetzt können wir es schnell machen. Ich habe nämlich einen PC bekommen zu Weihnachten und ich wollte da so ein bisschen aufrüsten irgendwann so nächstes Jahr oder so, weil ich habe jetzt einen i5 und einen Okay. 65 mit 6 GB drin und da wollte ich halt immer noch ein bisschen aufrüsten. Und ich Also, muss die 1060 ehrlich kannst du sagen, erstmal drin lassen. Die habe ich nämlich auch. ja, die ist gut, habe ich Die kannst du gehört, lassen, genau. i5, gut. Prozessor muss es vielleicht gar nicht upgraden. Arbeitsspeicher kann man schon ein bisschen upgraden von 6 GB. Das ist ja auch nicht so das Problem. Hast du eine SSD drin? Eine SSD-Festplatte. Bist du noch da? Cedric, erstmal Servus. ja. Tim, ja, guck mal bitte Also. kurz auf das neueste Video, das ich hochgeladen habe mit meinem Discord. Da ist der Link drin. Den Link einfach im Discord eingeben oder halt im Browser beim Discord eingeben, dann kommst du rein. Und dann geh runter in die Fallout-Labergruppe. Ich muss mal kurz weg. Alles Wir haben dann klar. wirklich wieder da. Passt, bis gleich. Finde ich cool, dass ich mit dir reden konnte. Ja, kein Ding. Tim, ich muss dir das nochmal kurz zeigen. Vielleicht kann ich es mal kurz umswitchen, dann kann ich es dir nochmal zeigen. Also, wir haben hier den Discord, ja. Wir haben hier oben den Link zum Einladen. Hier haben wir https://discord.gg/, nicht, ja, Doppelslash, genau, 3srqgh. Das tippst du bitte in. Okay, der Link ist nämlich never expired. Läuft nie ab. Perfekt. Scheiße, jetzt ist es ein neuer Link. Ein neuer Zugriff. Ja gut, jetzt kopiere dir einfach den Scheiß. Ich kopiere das mal schnell hier in den Text rein. Und wenn du das jetzt über den Browser suchst, dann kommst du direkt auf meinen Kanal. Also das, da kannst du eigentlich gar nicht verfehlen. Hau das in den Browser rein und fertig. Du verstehen? Comprende? Yes! Er ist da! Du musst nur noch dein Mikro aktivieren und dann kannst du sprechen. So. Neun Zuschauer, da muss aber noch mehr gehen, Leute. Kann ja nicht wahr sein. Ich hätte jetzt 5000 Zuschauer erwartet, mal ernsthaft. Also noch höre ich dich nicht, Tim, ne? Scheiße, ich habe nicht genügend Stahl. Verdammt! Scheiße, verwerten. Was kann ich denn verwerten? Ich habe doch hier irgendwo die Wurfmesser, die kann ich verwerten. Und zwar möchte ich drei Wurfmesser verwerten. Okay, Stahlschrott. Und jetzt kann ich nämlich was craften mit E. Was ich total bescheuert finde, wenn ich das schon gecraftet habe. Nur gestern. Jetzt kann ich es nicht mehr machen. Also dann bauen wir das doch mal. So, und jetzt habe ich den Quest hoffentlich erfüllt. Finde die Aufseherin in Flatwoods. Genau. Ja, ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass ich verdurste. Hört sich ziemlich geil an. Ziemlich spannend. Ich werde sterben.
Ja, dann müssen wir halt mal was finden, womit ich nicht verdurste. Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal meine Waffen. Wir haben ja hier unser Gegenstandsmenü. Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser kann ich nehmen. So. Nochmal aufbereitetes Wasser. Und jetzt müsste ich fast. Genau, jetzt bin ich auch nicht mehr strahlungsresistent. Sehr geil. Noah, ich werde LS19 auch nicht auf der PS4 streamen. Wie kommst du auf die PS4? Ich habe keine Konsolen. Hatte ich noch nie. Also Konsolen kannst du bei mir vollkommen vergessen. Das ist leider so. Schade, dass mein Akku gleich leer ist. Also, ich werde wahrscheinlich gleich rausfliegen. Vom Handy oder was? Ja, leider. Okay, krass. Hat gerade den nicht an. Ihr seid alle neumodischer als ich. Ich käme nicht auf die Idee, dass ich mit dem Handy auf den Discord-Server gehe. Keine Ahnung. Da komme ich einfach nicht drauf. Ich würde mit dem Laptop rein, mit dem Tablet wäre es auch noch eine Möglichkeit, aber ich komme da nicht drauf, dass man mit dem Handy auch rein kann. Das Ja, ist ja wegen der klar. Schule halt und sowas. Das Ja. haben wir erstmal genutzt und weil die meisten halt keinen PC hatten. Und dann haben wir es halt so gemacht, per Discord. Weil Ja. WhatsApp oder normaler Anruf ist kacke. Das stimmt allerdings. Ja! Es geht. Erlebt! Hi! Lol. Das ist doch. Ja. Ist es das, was ich denke? Ist es der, den ich denke? Muss ich Wen gleich mal so denkst du aufmachen. denn? Tim von Fighters. Ja! 100%! Schon über ein Jahr her. Krass, ich habe euch beide abonniert gehabt. Gehabt! Gehabt. Jetzt stirbst du! In dem Jahr, wo er Pause gemacht hat, hatte ich ihn also noch abonniert, aber Jesus. nun halt nicht mehr geguckt, die Videos. Okay, was ist das für eine Also ich habe jetzt Kackwaffe? wieder. Das muss ich jetzt aber ganz schnell wieder ändern. Heute das erste Mal wieder gefunden. Ich dachte mal so, das kann doch nicht wahr sein. Wegen dem neuen Logo und sowas, das war irritierend. Ach so, ja. Ja, wir haben so ein bisschen umgeschwenkt. Was machst du eigentlich auf YouTube noch, Tim, alles momentan oder so die letzte Zeit? Kurz nachdem du oder quasi deine Pause gemacht hast, haben wir auch mit Let's Plays aufgehört. Also Juris und ich, wir machen das ja immer noch zu zweit, weil es gegen Zeit ist einfach nicht mehr. Sucht ihr noch Leute? Wir machen keine Let's Plays mehr, gar nichts. Also Ach so. wir haben noch unseren Server, wo wir ein bisschen drauf zocken. Ich weiß nicht mal, Okay. kennst du noch Lukas hier von LTO, dem du den PC zusammengebaut hast? Ja, der war doch vorhin hier auch mal drin. Ja, genau. Und Also, das ist ein Österreicher, ne? nee, oh, wie heißt er nochmal? Oberbayern. Okay, Oberbayern. Ich dachte, der hat ein rot-weiß-rotes Logo drin, deswegen dachte ich jetzt Österreicher. Aber Ja, kann mich auch LTO. täuschen. Also, das ist, weiß ich nicht, sein Logo halt. Das haben wir ihm erstellt. Okay. Und mit dem habe ich noch ein bisschen was zu tun. Der war letzten Sommer, hat der Julius und mich auch hier unten besucht. Der war eine Woche bei mir. Cool. Und ja. Kannst du Kanalbanner machen? Ja, also kommt drauf an, was du haben willst. Naja, ich habe ja mit einem Kumpel, also den YouTube-Kanal von mir übernommen. Ich wollte damals mal alleine YouTube machen, aber jetzt mittlerweile machen wir es zu zweit. Deswegen Wow, gibt es manchmal ein fuck. Video, aber zum LS19 wollen wir jetzt dann durchstarten mit PlayStation und PC zusammen halt. Auf der Okay. P auf PC halt so, ja, so Landwirtschaftssimulation. Also so Simulationen auf Konsole halt. Call of Duty und Fortnite und so. Du bist der Jonas, ne? Also. Ja, genau. Jonas, du weißt, wie das bei uns damals angefangen hat. Hast du mal die alten Videos angeschaut? Bei uns hat es auch mit PS4 oder PS und PC angefangen. So, die Ja, Anfänge deswegen. von meinem Kanal waren ja auch zu zweit, ja. Da war Und wir das. suchen halt noch jemanden, der uns mal einen Kanalbanner und sowas macht. Ja, also eher so ein Gaming-Banner. Genau, ja. Was ist denn ein Aber. Opossum? Ja, Die, Opossum, das die, sind die. Ja, die sehen aus wie es. riesige Ratten. Ja, wie so ein Schwein und ein Igel. Ja. Richtig. Wow! Krank, da kommt eine Maulwurfsratte. Also jetzt im Moment habe ich noch ein bisschen wenig Zeit, aber da müsstest du uns am besten mal eine E-Mail schreiben. Musst mal bei uns auf den Kanal gehen, da ist Kanalinfo, ist eine E-Mail, schreibst uns eine E-Mail und dann schreiben wir Okay, uns. kann ich dir doch auf Dings adden, also hier auf Discord.
Ja, geht auch. Oder Instagram oder Facebook haben wir auch. Okay, Ist egal. gut. Ja, Let's Plays machen wir nicht mehr. Dafür halt jetzt nur noch richtig Videos aus der Landwirtschaft. Also haben jetzt, Das ist geil. wie heißt es, Ja, ich zwei Werbevideos gemacht. bin zur Zeit auch gerade am Führerschein für den Traktor und hatte auch vor 3 Wochen, mittlerweile vor 6 Wochen, wo ich bevor ich 3 Wochen ins Krankenhaus bin, ja, da hatte ich ein Praktikum auf dem Bauernhof mit 400 Kühen und da durfte ich dann auch mal auf dem Feld mit einem 716 Fendt, also Fendt 716 fahren und mit einer Scheibenegge. Hat ganz gut geklappt, da hat mein Chef gesagt, ja, das kannst du nochmal machen nächste Woche. Und dann durfte ich da die ganze Zeit die Maisacker da wegmachen. Eine Woche lang. Läuft. Hast was zu tun? Ich bin ja so stolz, dass ich nach Jahren mal wieder überhaupt mal mit dem Klaas gefahren bin und dann halt das ganze Feld geschlägelt habe. Das war schon cool, ja. Das ist natürlich am Anfang schon krass, weil ich halt brutal konzentrieren musste und so weiter. Ja, also ich Und wenn mein Vater drin ist, der nervt, hat mich die ganze Zeit total genervt, wo ich gesagt habe, jetzt steig mal aus und lass mich mal fahren. Und wo er ausgestiegen ist, bin ich perfekt gefahren. Kaum ist er wieder drin gewesen, wurde ich total nervös. Also, das ist ja wie so ein Lehrer, wenn der neben dir sitzt, weißt du, und selber Ja, das kenne ich. konzentrierst dich, hör sogar ein bisschen Radio und so, aber passt alles. Ja, das kenne ich. Mein Chef hat mich dann halt ans Feld gefahren und dann sagt er so noch, der hat eine Vorgewinne für mich gemacht, weil damit ich dem anderen sein Feld nicht kaputt mache, Ja, damit ich klar. so befahren kann. Und dann hat er so nach 3 Bahnen gesehen, als er gesehen hat, dass ich fahren konnte, hat er gesagt, ja, ich suche mir jetzt mal Auto und dann habe noch andere Sachen zu tun, also war ich jetzt alleine. Krass. Ja. Und das war halt auch relativ nice. Aber ich finde es halt auch irgendwie schade, dass die ganzen YouTuber jetzt alle schon vor den LS19 spielen dürfen und die anderen Leute noch nicht. Das ist halt schade. Ja, klar. Wobei, ja, ich bin mal gespannt. Morgen, ich darf ja gar nicht zu viel verraten, aber ich sag's mal so: Morgen ab 17 Uhr dürft ihr schauen, könnt ihr schauen. Rein theoretisch schon ab 10 Uhr. Ich kann mir morgen nicht frei nehmen, sonst wäre ich der Erste, der morgen ein Video macht. Und zwar auf die Minute. Aber leider muss ich halt arbeiten. Ja, dann Aber kommt's du halt hast ein eben gesagt, du paar Stunden machst später. ein Projekt, ne, in LS17, in LS19, ne? Ja, Du suchst dafür genau. ja noch Leute, hattest du gesagt. Ja, genau, also Ich für. hätte vielleicht Lust, Ja, gar kein falls Ding. du das Projekt mitmachen darf. Ja, warum Okay. nicht? Ich brauche sowieso mal erst ein paar Leute, die eventuell dabei wären. Fuck, 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 die bringen mich um, die Viecher! Aber nur wenn ich mal 6R bekomme. Was denn? 6R kann ich nämlich gut. 6R kann ich gut fahren. Ein 6R. Ja, war ich auch bei uns auf dem Bauernhof. Ist ja mit drinne. Okay. 6R. Ich hätte gesagt, erstmal, Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit wir fangen erstmal mit dem 8000 an und dann arbeiten wir uns schon langsam runter. Nicht. Wer ist noch Oder so. da? Agrar in Niederbayern fragt, warum so lange keine Videos kamen. Naja, das kann ich ganz einfach beantworten, weil halt keine kamen. Ich hatte halt einfach keinen Bock zu zocken. Ich war einfach in YouTube schon sowas wie gar nicht mehr aktiv. Gab halt Wichtigeres. Oh, geil, was ist da? Jungs und Mädels, ich habe gerade so viele geile Sachen gefunden in diesen Abwurfkisten, richtig geil. Ich bin gerade in so einer in Flatwoods ist das genau, da treffe ich dann auf die Aufseherin. Ja, wie gesagt, warum kamen keine Videos? Gute Frage. Ich hatte halt keinen Bock mehr auf YouTube und auch keinen Bock mehr auf Zocken und das fast 1,5 Jahre lang. Also das ist einfach so gewesen und die Lust kam jetzt halt nur langsam wieder. Ist das Maxi hier im Discord? Das kann nicht sein. Meinst du? Ich weiß es nicht. Hier XM3. Ja, Ich LXM. ausschreibe da gerade. Ah! Ja! Komm schon, lad nach. Wie kann ich das jetzt umstellen? Ich muss ja jetzt die ganze Zeit Hotkey drücken, ne? Wenn ich Komm das. schon, geh her, du fette Kuh. Geht's her? Das kann man leider nicht umstellen. Ich muss auf die ganze Zeit am Handy drücken. Ja, weil, also ich habe es normalerweise auf Sprachausgabe stehen, aber Hat der Chat sich der gemutet? ja, ich denke mal, dass der genau das gleiche Problem hat wie ich, dass er sein Mikro auf Sprachausgabe hat und jetzt erst das umstellen muss und ein Hotkey setzen muss dafür. Also ich habe es die ganze Zeit auf Sprachausgabe, habe da nie was umgestellt. Ja, also dein Discord läuft da drüber. Ja, mein Discord.
Das ist halt blöd, ja. Übrigens, der Holzknecht Marcel ist da, den kennst du auch noch, oder? Vom Zocken, Tim. Den kenn ich auch noch, ja. War das, Ja. warte mal, welches Projekt war das Ich denn? glaube, boah, Junge, da fragst du mich zu viel. Also ich glaube, Bindelbach auf jeden Fall. Marcel war da dabei, der Benny war dabei. Zu der Zeit. Ja, die Aber. Community ist ja voll am Start. Ich hab den Leute schon auf dem Discord, also Aha. angemeldet. Aha. Er hat an! Er hat an! Maxi, Abidieri! Was geht ab bei dir? Kannst du jetzt Auto fahren? Dann mal weg. Ja, mein Leider Führerschein Akkus, habe ich heute ja. aber 18 Minuten nicht. Achso, scheiße. Hey Jonas, mach's gut! Ich melde mich dann beim, Kannst mich wenn, also wenn mich in offen Steam kannst du kann. immer melden, genau. Und ja, in Discord schickst du mir einfach eine Freundschaftsanfrage. Habe ich schon geschickt, aber du kannst dich ja, falls ich dich nicht finde, kannst du dich ja mal bei mir, also wegen Steam gucken. Ja, Da heiße ich ja. Repaint Blue. Ich schreibe dir das einfach. Genau, schreib's mir einfach in den Discord rein, dann kann ich es mir nachher nochmal merken und nachschauen. Uah, da gibt's Hirnpilze. Lecker. Was für ein Augenschmaus. Maxi, warum zockst du kein Fallout 76? Was ist da los? Junge, ich hab kein Geld nicht. Mann, ihr habt das geschossen für 35 Ja, ich muss Euro! erst mal schauen, dass ich mir Bett für 500 S kaufen kann, Junge. Okay, geil, passt. Es ist geil genug. Also Battlefield 5 finde ich super und LS, ja, ganz klar. Also die ersten Videos von Battlefield schauen schon echt gut aus, vielversprechend. Also wegen Geld, dann gibst du das Geld bitte für Fallout aus und du kriegst von mir ein LS Nein. gratis. Oh, nein. Nicht? Nö. Oh mein Gott! Verlos diesmal lieber den Key durch. Ja, ich hab zwei Keys. Also noch zwei Keys. Mal schauen. Was ganz ehrlich, was ist denn das für ein Rotze mit dem Push the Talk, Mann? Ja. Fuck, Alter, das Viech bringt mich gleich um! Das ist ja richtig AIDS. Ich muss auch die ganze Zeit hier immer rübergreifen zur Tastatur drücken, wenn ich Ihnen das sagen würde. Was ist denn das für eine Waffe? Diese scheiß Maulwurfsratten, die sind so Dreckstiere, echt. Ah, gut, dass man nur Mottis im Chat erstmal wegbannen. Wow, krank! Da haust du einmal mit diesem VATS, das ist ja Zeitlupenkill quasi, wo du die Zeitlupe deine Schüsse setzen kannst. Dann auf einen Schlag bringt er den um. Krass. Ich habe eine Bastelwerkstatt gefunden. Ja, 2 Jahre Bindelbach. Marcel, das stimmt, in 2 Jahren hat sich viel verändert. Wenn du Bock hast, kommst du in den Discord, dann kannst du ein bisschen mitlabern. Wenn du Bock hast. Wie denn umstellen? Ja, dass Ja, man ab das jetzt ist dann ja. mit Hotkeys arbeiten muss, um zu quatschen. Also müssen Maxi und ich zumindest. Ihr müsst Hotkeys verwenden. Das geht ja mal gar nicht. Ich mache euch mal zu Verwaltern hier. Ich habe da eh so Ich glaube, dass Verwaltungs. das eine Channel-Einstellung ist, von dem Discord-Channel. So, Maxi und ihr seid jetzt Verwalter. Geht's jetzt? Nö. Okay. Dann. Moment, wo muss ich denn das einstellen? Bans bringt mir weniger. Timmy, move die mal runter, vielleicht funktioniert es am anderen Channel. Also, ich selber Hallo. kann nichts. Okay, Dass ihr das und dass ihr das einstellen müsst, kann nicht sein. Warte mal, Benutzereinstellungen. Ja, aber das ist alles jetzt Benutzereinstellungen. Da kann ich nichts machen, sag ich mal. Hotkeys sind deaktiviert bei mir zum Beispiel, ne? Also ich habe nicht mal Hotkeys aktiviert. Also bei mir stand das eben so, also ich bin auf den Discord gekommen und konnte mich nur quasi entmuten, dass ich euch hören kann. Ich weiß, wo das Dann einsteckt. ja, dann sag. Ja, hört Erlaube sich. Ecke und dann Berechtigungen ganz unten.
Sprachaktivierung verwenden. Das müsste man eventuell umstellen. In diesem Channel meinst du? Also bei Vo- ja. In diesem Kanal auf. Na, beziehungsweise. Hallo? Warum gibt's die Einstellung? Sprachaktivierung verwenden? Ja, sorry, hab ich deaktiviert, ja. Jetzt geht's, oder? Nö. Doch. Ja, jetzt müsst ihr es erstmal wieder in Einstellungen selber umstellen. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, passt, perfekt, super. Na dann, legen wir los. Schade, dass keiner Zeit hat zum Mitzocken. Boah, das wäre so geil, wenn jetzt mit ein paar Leuten rumlaufen. Gut. Hast du am Mittwoch frei nächste Woche oder musst du arbeiten? Was ist denn nächste Woche für Doc? Mittwoch ist Buß- und Bettag. Ist es ein Feiertag? Also für uns Schüler schon, ja. Für die Schüler? Ja. Dann glaube ich bei uns nicht. Für uns auch nicht. Ah, okay. Glaube ich nicht. Battlefield kommt am Mittwoch, Dienstag. Jo. Hallo? Hast du es schon vorbestellt oder? Geil. Ich hab's noch nicht vorbestellt, ich hab's noch nicht mal gekauft, das heißt, ich werde es wahrscheinlich wieder auf dem letzten Drücker kaufen. Ja, wir haben es am 19. noch in der Mitte schon mal vorher runterladen kann. Ja, ja, bei Fallout ist vielleicht bis jetzt so kein Patch gekommen, gell? Eigentlich haben sie gesagt, das kommt der Patch. Naja, keine Ahnung, ich war von Fallout sowieso noch nie so. Nicht? Na, spricht mir gar nicht an das Spiel. Okay. Na, ich find's Hammer, also ich finde einfach diese Atmosphäre so geil und. Wo, ist denn jetzt die Aufseherin? Also, ich spiel's auch nicht. Also, ich habe Fallout 4 gespielt, aber. Okay, Fallout 4, ja, gut. Ich habe ja mit Fallout 3 angefangen, das ist ja schon. Was weiß ich, Jahre her. Das ist 10 Jahre her fast. Battlefield 4, Alter. Was, Battlefield 4? Spiel ich auch noch. Und Battlefield Bad Company 2 habe ich noch. Yes! Max jetzt auch noch, ne? Ja, ja, hab ich. Das 1. Battlefield ist vor 2 Jahren rausgekommen, oder? Zwar 16. Ja, schon, gell. Vor 2 Jahren, ja. Krass. Alter. Kostenloser Kochunterricht, nicht schlecht. Hey, da ist ein Typi, ein Freund. Hallo, servus. Bleib mal stehen, Junge. Hallo. Wurde ins Team eingeladen, ja. Wäre cool, wenn der mit mir ein bisschen rumläuft. Teilweise gehen die FPS ein bisschen in den Keller, also so unter 40 manchmal, jetzt sind sie wieder 50. Bin ich sowieso gespannt bei mir, bei Battlefield so. Ja, ich bin auch gespannt. Hast du Beta gespielt? Ja, die Beta habe ich gespielt, aber nur einen Tag. Okay. Also so 2 Stunden, glaube ich, am letzten Tag sogar noch. Aber ich habe es ziemlich geil gefunden. Also vom Gameplay her so. Cool war schon. Weit besser. Sau verbuggt bei mir. Echt? Ja. Also ich habe mir nicht. Die animieren können und lauter so ein Zeig und den nachladen können. Das war ganz komisch, glaube ich. Wo ist denn das Opossum jetzt hin? 10 Meter geflogen. ja. Verbuggt war es bei mir nicht. Bei mir war das Wichtige, das Gameplay war richtig geil. Und das war für mich eigentlich das Entscheidende, dass ich gemerkt habe, okay, das Gameplay lässt sich besser spielen als Battlefield 1. Mir richtig wohl gefühlt und deswegen habe ich gesagt, okay, das Spiel wird ja, ein. Vorhin habe ich ein Kauf. Jetzt 1,5 Stunden Battlefield 1 gespielt und ich habe mir echt so gedacht, ja, keine Ahnung, das spürst du. Ne. Versteck des Aufsehers. Boah, ist wieder so viel Loot. Geil. Super, Newsletter drucken, wir sind frei. Und was sagst du zu Discord? Bist du mit dem, hast du schon mehr gemacht damit? Na, also mehr gemacht wäre absolut übertrieben. Ich hab, ich finde ihn nicht schlecht, weil im Prinzip hast du ohne Kosten einen eigenen Server. Andere schauen wiederum auf Teamspeak. Teilweise mit Arbeitskollegen schon geredet, die haben alle im Teamspeak. Mhm. Und zocken irgendwie dort halt schon zu 10 voller 76. Aber du kannst es eigentlich nur zu 4 sinnvoll spielen, weil du nur zu 4 der Team machen kannst. Aber das andere ist halt. Ja, 4 gegen 4 und halt bekriegen. Ja, bekriegen funktioniert eigentlich gar nicht, also es geht nicht mal. Das hat's eigentlich alle Verbündete, sag ich mal. Ach
Es ist ein bisschen wie Koop. Ja, ich finde es ganz gut, dass es nicht nur PvP ist, weil es dazu aufregend die ganze Zeit, aber. Das war schon witzig, glaube ich. Das PvP gemacht. Ja, du verlierst halt den ganzen Loot wieder, das ist halt schon nervig, sag ich mal. So, Munition kann ich auf jeden Fall mal basteln. Da ist nur mir schon wieder Typ. Also ich finde es halt geil, dass einfach irgendwie die Leute auftauchen in der Welt. Das ist schon was anderes. Wow. Stirb, du scheiß Kakerlake da. So, ich geh jetzt den Glockenturm auf und bin jetzt ganz oben. Überlebensgeschichte, Rezept, Blutblatttee. Uah. Ich muss meine Bitrate, glaube ich, ein bisschen oben dran. Oder jetzt schauen wir mal, wie es ist. Leckt der bei dir auch so, oder? Ja, ein bisschen. Ich lecke? Naja, hin und wieder. Na, jetzt will ich nämlich doch, dass das an mir liegt. Ja, ich sitze mit Bitrate auf 12 Mbits, aber vielleicht wird es dann besser. Der Felix sagt, ich soll den Discord lauter machen. Also Discord heißt euch. Ich hat's bei mir aber eh so laut. Ja, ich kann ja gerne wegen rumschreien jetzt, ne? Aber da. Nein! Das ist das passende Game, das wir starten. Ja, dann mache ich es nur mit 10% lauter. Wahrscheinlich reißt es mir gleich der Waschel weg, aber gut. Naja. Registriere dich als Freiwilliger. Ach so. Dann muss ich wieder zurück. Irgendwie. Scheiße. Fuck. Komm jetzt echt nicht mehr Obi. Mari, das hast du super gemacht. Weil jetzt stirbst du. Scheiße. Weil ich ja unbedingt von dem scheiß Kirchendach springen muss, hey. Mann! Ich komm jetzt nicht mehr hoch. Doch, geil! Geil, ich hab's geschafft über einen Bug. Oberhalb dieser Brüstung war ein Schlafsack und ich konnte auf dem Schlafsack E drücken und zum Ausruhen. Dann hat er sich hochgebottet. Geil. Fuck you, Sing. Ja. Wie lange halt noch da? Ein Baum ist da, solange der Bau da mau. Ja, bis um 10. Ah. Bis um 10. Ungefähr. Magst du noch zwei? Ja. Sicher. Ja, wenn jetzt mein Auto. Oh, eins für Kopf habe, so. Muss ich ja fast. Wenn mein Autolappen zählen, dann warte, dann bis ich 18 bin und dann mache ich noch A2, wenn ich die Kohle dafür habe. Oh. Ja, Auto und den ganzen Scheiß habe ich schon alles durch. Autoanhänger und. Ja. Boah, ich sehe es nicht, einen Autoanhänger noch zu machen. Das ist so dämlich, ne? Ja, einmal kann ein schweres Auto fahren und 750 Kilo hinterhängen, ich darf nur 80 fahren. Und dann setze ich mich aber mit 18 auf den 60 km/h und Bulle, ja, klar. Und da wieder 40 Tonnen fahren. Ja. Wow, heftig! Einigermaßen sind so, wegen meinem Vorteil, ja, wo einen großen Autoanhänger hat. Also. Ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, ja. Fragt einer, wie man dich auf Instagram oder Snapchat. Also Instagram, Tim, wenn du das schnell schreiben magst, Instagram, wie heiß ich denn da? Mare844, mare.844. Das ist aber mein Privatprofil, wenn es ihn interessiert. Mir ist es ja egal. Ich freue mich über jeden Follower. Mare, warte mal, habe ich dich doch auch. Ja, Mare, warte. Ich check das gerade nicht. Belassen die seit nächste Woche. Dienstag kommt Battlefield aus, am Mittwoch ist frei und am Donnerstag schreibe Mathe-Klasse. Oh nein! Scheiße! Gott sei Dank habe ich den ganzen Scheiß hinter mir. Da flippst du aus. Ja. Mathe, da sitze ich mir eigentlich über ein und schaue, dass ich so einen Punkt kriege, dass ich so nicht habe. Und dann rutscht man schon durchs Jahr durch. Da rutscht er durch.
Ja, jetzt habe ich es geschafft zu dem Terminal. Freiwillige hier anmelden, jetzt sind. Tim, was machst du jetzt eigentlich? Bist du fertig mit der Schule? Realschule bin ich fertig, jo. Fachabitur, Metalltechnik, mach das ja noch zu Ende und dann gehe ich in eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker meiner 200 Mann Firma. Okay. Also bist du jetzt mehr oder weniger auf der FOS oder wie? Oder auf der was? Auf der FOS, so heißt das bei uns. Fachoberschule, ja. Genau. Ja, genau. Aber halt am Berufskolleg, ne? Mhm, okay. Aber schon ganz, ganz gut, weil auf der gleichen Schule habe ich dann ab nächsten Jahr im Sommer auch Berufsschule und ja. Das Geile ist ja, also ich habe in der Firma, wo ich meine Ausbildung mache, auch Praktikum gemacht. Also bei denen ist es so, die achten nicht so auf die Zeugnisse, sage ich mal. Also schon, aber nicht so sehr wie andere. Dafür aber halt mehr darauf, wie dein technisches Verständnis ist und wie du mit den Arbeitskollegen zurechtkommst und so weiter. Dass du halt ein vernünftiges Arbeitsklima hast, ne? Ja, das finde ich ziemlich geil, weil vernünftiges Arbeitsklima, muss ich echt sagen, ist sehr wichtig. Ich bin jetzt nach meiner Ausbildung jetzt insgesamt in der dritten Firma und habe hier mit Abstand das beste Arbeitsverhältnis, also das Kollegenverhältnis, sage ich mal. Das ist einfach Hammer. Und das ist was anderes, wenn du vorher in lauter kleinen Firmen bist, wo du halt, ja, zuletzt hatte ich in meiner Ausbildung halt zwei Kollegen, ne? Einen Chef und meinen Kollegen. Mit dem Chef ist ein Chef, Chef ist schwierig und Kollegen habe ich mich super verstanden, aber das ist halt in der Firma jetzt mit 80 Mitarbeitern ist das ein ganz anderes Verhältnis, sag ich mal. Ja. Aber also bei mir war das dann so, also ich hatte schon ein, also mein Zeugnis war okay, sagen wir es mal so. Ja. War okay, ne? Und, aber mein Zeugnis, was ich da bekommen habe, mit das, was ich da gemacht habe und mit dem, ich habe mich mit allen gut verstanden. Ja. Dann haben sie mir die Lehrstelle direkt angeboten. Servus Leute, an alle, die da noch dazugekommen sind, macht es. Jo. Und ja, dann haben sie mir die angeboten. Wir sind Radios und das ist wichtig. Ganz wichtig, du hast überall Kaffeeautomaten, du kannst eine Witz mal eine halbe Stunde, wenn es immer, also wenn du immer so gar keine Lust hast, kannst du erstmal eine halbe Stunde. Hier Grippin her. Naja, aber, also das machst du halt, wenn halt gar keinen Bock hast. Also habe ich bisher, glaube ich, ein oder zwei Mal gemacht. Mein Name geschrieben bei Steam. Ja, perfekt, wenn du mich gefunden hast, wunderbar. Nee, ich habe dich leider nicht gefunden. Ach so, okay. Du kannst, ja, mal gucken schnell, ob du mich findest, wenn das geht. Warte mal, ich tapp schnell raus. Felix, die Firma ist die MSR Electronic in Pocking. Erstmal Google. Die Jude. Ja. Also LP mit Ackerl, Patrick, ob ich mich auf LS19 freue, natürlich, aber mein erster Hype gilt echt Fallout, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich einfach so geflasht. Natürlich, ich freue mich erstmal auf den nächsten Patch, eigentlich Day One Patch, aber der kommt erst ab 24 Uhr. Naja, mal schauen. Und ich war noch nie bei der Feuerwehr irgendwo Mitglied, nein, Oberpfälzer. Die Zeit hätte ich gerne. Aber, also, die hätte ich mal gerne gehabt, aber ich habe immer Zeit für was anderes. Ich habe nicht mal Zeit für Schwarzarbeit, das war ein Scherz. Hast du mich gefunden? Nee, ich habe nur Steam, ich muss mein Steam updaten. Stefan, servus. Der lädt sich gerade 87 MB Patch runter, super. Währenddessen ich streame, das heißt, gerade bricht meine Leitung richtig ein. Der On Fire wurde ins Team eingeladen. Ja, ich hoffe, der tritt mir bei. Ich kann nicht mehr dabei Discord ein Profil setzen. Da muss einfach ein vernünftiges Bild rein. Die ist tot, oder was? Hallo. Servus. Grüß euch. Jetzt geht's endlich. Ich hatte die ganze Zeit Probleme, hier reinzukommen. Ja. Okay. Der Dominik, der Bräutigam, servus. Ich habe eine 100.000er Internetleitung, allerdings VDSL, das heißt 40 Mbits Upload. Aber momentan, ich habe jetzt die Bandbreite von 15 Mbits Upload auf 11 runtergedreht.
Und jetzt ist aber alles im grünen Bereich. Also jetzt sollte es auch hier. Ja, 50, 55 FPS läuft jetzt hier. Alles auf Ultra. Trotzdem wären 60 FPS schöner. Vielleicht liegt es auch noch ein bisschen an der Aufnahme. Die wird auch noch ein bisschen was ziehen. Die brauche ich eigentlich nicht mehr, weil YouTube lädt ja sowieso alles hoch. Meine CPU-Auslastung ist aber gerade mal bei 14%. Könnt ihr euch das vorstellen? 14. Gut, meiner läuft. Egal, wo sie machen, immer auf Anschlag. Die neuen Prozessor, den sollte man angeblich nicht mehr köpfen, hat der. Der Bauer. Der Bauer gesagt, ja. Ja, köpfen kannst du machen, nur ich würde es halt nur mit seinem Delete-Die-Tool riskieren, weil ansonsten machst du deinen 1000-Euro-Prozessor hin. Und ich bin ganz ehrlich der Meinung, der i9 ist einfach für alles Overkill, was man machen würde. Also selbst für mich einfach Overkill. Ich selber habe mir jetzt für, glaube ich, wie viel habe ich gezahlt? Für nicht mal 150 Euro habe ich einen neu verpackten Ryzen 5 1600X bekommen, einen 6-Kerner. Das ist gar nichts. Ich habe eine Einladung bekommen von... Nee, Chatnachricht. Von dir, ne? Nee, das war der Terminator. Wie heißt du nochmal im Game? Also in Steam? Repaint Blue. Was? Real Paint? Warte, schreib dir das nochmal schnell. Schreib's mir nochmal rein, ja. In den Discord. Also ich brauche für 1 GB zum Download über 10 Stunden. Ich brauche für 45 GB eine Viertelstunde. Läuft. Hast du mir das privat geschrieben? Ach so, ja, Jonas, Entschuldigung. Repaint Blue. No results found. Was hast du da für eine Leitung, Maxi? 200 MB. Was will er denn? Ich hab dich gefunden. Habt ihr eine Einladung, eine Freundschaftseinladung geschickt? Okay, perfekt. Ja, wie gesagt, ich muss auch gleich wieder dann auf, weil man hat gleich wahrscheinlich wieder versagt von der. Ja, scheiße. Ach so, ja, es ist mein Huawei Honor, also mein Honor 8 musste eine halbe Stunde laden und es ist voll. Mit diesem. Bei mir, ja? Und das lädt eigentlich relativ schnell, aber meine Powerbank, die ich geschickt bekommen habe von der Schule aus halt. Ich habe die mit der Schule gehabt, wollte mal hingeladen, ging nix. Ja, weißt du, in der Schule, da schenkst du einfach nur Scheiße. Powerbank, die nicht funktioniert und sowas. In der Schule gibt's Steckdosen, da kann man das Ladegerät. Die Powerbank, die haben ja nicht von der Schule geschenkt bekommen, sondern eher so von so einem Berufsbildungswerk, wo wir waren, was uns angeguckt haben, die mit unserer Schule, also mit meiner Berufsschule zusammenarbeiten. Und okay. Ja, die haben uns das dann geschenkt und dann gehen wir jetzt in die Schule, wollten wir aufladen, Akku war leer vom Handy, wollten aufladen, ging nichts. Der läuft. Akku war voll aufgeladen. Jetzt eben gerade schon wieder aufgeladen, geht nicht. Keine Ahnung. Du steckst es schon am richtigen Ende an, ne? Bei Output. Ja, ja, klar. der musste jetzt sein. Ja, so dumm war ein Kumpel von mir neulich mal. Echt jetzt? Ja. Der hat sein Handy quasi noch mehr entladen, als es eh schon. Hat das tief entladen und Glück hat, geht das Handy nicht mehr an. Genau. Ist der Akku hin. Das ging aber zum Glück noch an. Oh mein Gott. Genauso, wenn du dir eine Kippe falsch um den Mund steckst und dann anzündest. Ja, wer hat's im Suff nicht schon mal gemacht? Dominik, danke für das Lob. Ja, ich zocke noch LS. Das wird ja kommen. Morgen Nachmittag gibt's die ersten Let's Plays und Streams. Morgen. Also morgen LS en masse. Machst du irgendwann wieder mit Facecam? Let's Plays meinst du? Ja. Also streamen tue ich eh mit Facecam, das hast du aber schon gesehen, oder? Ja, aber... Also, ja, klar. Die normalen Videos halt. Ach so, ja, kann man ein paar machen mit Facecam, ja, aber alle wahrscheinlich nicht, weil ich krass mich halt auch mal am Arsch oder so. Nee, Spaß. Das war ein Scherz, Mann. Wenn man schon mal einen Stream machen darf... Ja, ich lüge doch nicht. Ich lach nur. Die ganzen Roboter, die heißen Mr. Farmhand und Mr. Hemmington, lauter so britische Namen. Und labern nur Scheiße. Hallo, ist da wer? So, jetzt habe ich endlich das Holoband von der.
Quest begonnen. Sammle die abgeworfenen Vorräte ab. Ja, ja, ja. Haben wir hier irgendwas Nützliches? Ja. Nein. Dann bis die Tage. Ja, Jonas, mach's gut. Habe die Ehre. Tschüss. Tschüss. Ich muss schauen. Irgendwo muss es doch was Wertvolles geben. Da oben? Ich kann mir ein Profilbild setzen. In Discord. Ja. Boah, muss ich schauen. Ja, mach ihn kalt, komm schon. So, Mr. Farmhand. Ja, du gehst aufs Zahnrad rechts unten neben dem Mute-Symbol. Ja. Dann auf Bearbeiten. Und dann kannst du unterm Avatar entfernen und hinzufügen. Da geht's ja unterirdisch weiter. Soll ich mal ein Klaas als Profilbild nehmen? Dein Klaas, natürlich. Nein, nein, wir, nein, nein. Der ist noch. Wir alle wollen den Klaas sehen, also bitte. Nein. Wir hatten jetzt zum Maisernte hatte ein Kollege von mir, Klaas, Arion, was weiß ich, was das für einer war, zur Vorführung. Nee, der ist sofort wieder weggegangen. Der Arion? Ja. Das ist doch ein geiler. 6,50 oder was, oder? Video von gemacht, aber ich weiß nicht genau, was das für einer war. Der 650 ist geil. Ja, aber der hat halt die Kraft, die da benötigen, nicht auf die auf die Erde kommt. Das ist boah, krass. Da gibt's einen Safe, den ich nicht entsperren kann. Jetzt bräuchte ich wieder Hartklammern und ein bisschen mehr Skills. Und was richtig geil ist, da läuft diese Roboter, laufen jetzt alle Amok. Und ich muss die irgendwie aufhalten. So, und jetzt wird's Zeit für eine. Wow, verpiss dich! Oh, lad doch erstmal nach, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Ich sterbe hier fast wegen diesen Waffen. Du musst den nachladen. Dann dauert es 30 Sekunden, dann holst du den zweiten Schuss, dann den dritten Schuss. Mein Gott. So, Fusionszelle und Stahlschrott. Ich bin fast tot. Ich sollte mir mal ein Stimpack reinhauen. Stimpack. Dennis, Habidere, mach's gut, Habidere, mach's gut, ich bin auch schon völlig bekifft. 6:30. Das war wohl zu viel Gras heute. Was sagst du? 6:30? Der hat aber 100, was hat der, 150 PS, kann es sein? Weiß ich nicht genau, ich kenne mich mal klassisch aus. Ich auch nicht, naja, besser als bei... Also wir fahren gar kein Glas, wir fahren nur John Deere und Case hauptsächlich. Okay. Ich habe das erste Schloss geknackt, Jungs. In Fallout. Das ist ja teilweise gar nicht mal so einfach. Nein, ich bin nicht für Konsole zu begeistern, nur weil ich Konsole einfach nicht spielen kann. Also ich bin... Du müsstest mir schon eine Tastatur und eine Maus an die PS5 anklemmen, damit ich sowas überhaupt zocken würde. Und selbst dann ist es mehr als minderwertig. Also von der... Das ist ja nicht gut... nicht gut eingerichtet, dass du da so prima zocken kannst. Du hast ja, glaube ich, auch da einen gewissen Input-Lag. Das ist nicht so mein Ding. Ich kann mit dem Joystick, im Joystick sag ich schon, mit dem Controller einfach nicht viel anfangen. Ich brauche eine Maus und ich brauche eine Tastatur, wo ich auf die Tasten hämmern kann. Ja, natürlich. Der Controller fliegt relativ schnell gejagt werden. Ja, und die Tastatur müsstest du immerhin erstmal das Kabel abschneiden. Ja. Das geht zwar auch schnell. Aber dauert ein bisschen länger als der Controller. Meist kabellose Controller. Töte die Mr. Farmhand Aufseher. 0 von 3. Kennst du Landkreis Regen? Natürlich. Sicher. Ja, wer kennt dann Regen nicht? So, sehr geil gemacht on fire. Der kann was.
So, das war der erste Aufseher. Wo sind denn die anderen? Hol dir das Wassertestkit, hör dir den ersten Eintrag des Tagebuchs der Aufseherin an. Okay. Eins nach dem anderen, bitte. Es ist ein bisschen heftig. Tagebuch der Aufseherin. Es ist ein bisschen heftig, wenn du mit 4 Missionszielen... So, komm schon. Du stirbst jetzt. Geil. Der Zombie hat einen Schlagring dabei. Und einen Plastikteller, hat wohl gerade gegessen oder so. Geil. Die Natur schaut so geil aus, das Gras. Immer gut, es ist natürlich kein Battlefield 5, aber es schaut weitaus geiler aus als die alten Fallouts. Obwohl die Engine irgendwie immer noch dieselbe ist. Du wohnst in Teisnach. Soll ich was sagen, Tobi? In Teisnach bin ich schon x-mal vorbeigefahren. Ja. Da gibt's eine geile Kartbahn. Ja, da war ich auch schon in Teisnach. Genau, bei der Kartbahn war ich schon. Geil. Ja. Ich war zwar nicht Kartfahren, aber ich war. Also, das ist so ein also Erlebniscenter. Ja, genau. So. Genau da. So. Also, finde den nächsten Tagebucheintrag in Saturn. Saturn, okay. Ich müsste vielleicht mal auf die Karte schauen, aber es macht so Bock, einfach rumzulaufen ohne Karte, weil die Welt zu erkunden, Mann, ist das geil. Wie konnte man nochmal den Fotomodus machen? Fruchtbare Erde, okay. Ach, ich muss einen Server neu starten. Interessant, ja, das mache ich vom Beruf aus gerne, von daher. Kriege ich bestimmt hin. Xi, du bist auch so ein Shooter-Fan, ne? Ja. Hast du das Video gesehen, das wir letztes Jahr gemacht haben? Mit dem 3000 TV. Oder. Ich hab deine Videos gesehen, ja, ich weiß, was du meinst wahrscheinlich. Komm schon, yes. Gib mir den Bleischrott und weiter geht's zur... Wo ist, ist der runtergefallen oder was? Hä? Der ist nicht mehr da? Doch, da ist er. So, und wo sind die anderen Aufseher? Jetzt gehen die FPS gerade runter auf... 35, jetzt macht jetzt keinen Spaß mehr. Ja, das war hoffentlich der zweite. Nee. Wo laufen die denn rum? Da fragt einer, ob es mal ein Treffen gibt, also Richtung Fan-Treffen. Es gab mal ein Treffen, aber... Bei dir daheim. Genau. Leute, ich hole in meine Wohnung rein. Schon recht. Sonst noch Wünsche? Ja, einige. Geiles Auto, geiles Haus. Ja, was will der denn? Verstehe ich gar nicht. Ich soll ein Wassertestkit nehmen. Das habe ich doch gerade schon genommen und er sagt immer noch, ich müsste es nehmen, das kapiere ich nicht. Gewicht 0, Wert 0, das ist super. Ich kann es nicht mehr wegwerfen, das Zeug. Das ist doch irgendwie ein Bug, oder?
Du kannst diesen Gegenstand ablegen. Du kannst diesen Gegenstand nicht ablegen. Ja, was ist denn das dann? Check ich nicht. V-Ansicht. Anschauen kann ich mir das. Toll. Verstehe ich nicht. Also ich bin wieder eine Stufe aufgestiegen. Es gibt ja hier in Fallout 6, 7 verschiedene Charakter, Perks, sag ich mal, Charakterstufen. Stärke, Durchhaltevermögen, also Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit, Glück zum Beispiel. Da bekommst du halt zum Beispiel mehr Munition in Munitionskisten und so, solche Sachen halt. Genau, meine Skills. So, was nehmen wir jetzt? Perception. 40% Chance beim Sammeln von Pflanzen, das ist total sinnfrei. Stärke, was gibt's da Interessantes? Nee. Ah, Lukas ist da, also der... Der LTO Lukas. Ja, ja, genau. Cool. Bauer Lukas. Hau ihn mal rein. Okay, geil. Ein neues Perk. So, und wie kann ich die jetzt freischalten? Gar nicht, oder? Stufe 7. Ach so, ich bin erst Stufe 4. Okay, dann ist klar, dass das noch nicht geht. Und ich gehe jetzt weiter. Ich verstehe die Mission immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja sogar die Hauptquest. Das andere sind die Nebenquests. Ich check das nicht. Was ist denn das für ein Bug? Nicht, dass die Mission dann nicht mehr... Scheiße, das ist doch... Wenn das jetzt buggt, dann flippe ich aus. Ich meine, das buggt ja schon genug in Fallout. Das greift mich da jetzt an. Hallo? Maxi, was sagt sie eigentlich zu meiner Audioqualität? Geil. Kann man lassen, oder? Jo. Passt auf alle Fälle, ja. Bisschen mehr Bass habe ich mir noch gewünscht, aber das kann ich halt dann mit Audacity bei den Let's Plays immer ein bisschen noch bearbeiten. Habe ich 3-4 Dezibel Bass drauf oder 5 und dann klingt es richtig schön. Voluminös, aber so von der ganzen Art her ist jetzt vom Aufbau her besser und hat mir weniger Kost als damals. Jo. Also. Was ist das allgemein oder nur audiotechnisch? Also audiotechnisch jetzt die ganze Ausstattung. Damals habe ich Mischpult braucht, damals habe ich. Passt ja. Ja. Und jetzt habe ich auch für 100 Euro mein Mikro gekauft und für 20 Euro einen Mikrofonständer, also 120 Euro ausgegeben. Das passt ja. Ja. Da müssen wir uns drei. NT1 USB, genau. Das haben wir Gebrauch gekauft, fast im Neuzustand. Ja, dann. Ja, läuft, die greifen mich auf alle auf einmal an. Mit den Kondensatormikrofonen, mit dem Mischpult und so, das war damals ein ganz komischer Trend, finde ich. Ja, stimmt. Total der aufwendige Trend eigentlich auch. Und inzwischen gibt es jetzt zum Beispiel dieses Samsung, dieses G-Track oder G-Track Pro, auch alle via USB-Interface anzuschließen, also quasi internes USB-Interface, und die haben auch alle super. Ja. Das ist von T-Bone, das ist so ein Marken, die gibt es nur bei Thomann. Ja. Dieses SCT-700, das hätte halt irgendwie 150, 160 gekostet und das war halt nur viel geiler gewesen und das brauchst aber Mischpult dazu und da habe ich gesagt, das mag ich nicht wieder. Und vor allem jetzt habe ich halt einen normalen Mikrofonständer, den du jetzt also für die Bühne hernehmen kannst, weißt du, und den kann ich einfach mal schnell wegstecken. Ich stecke mein USB-Kabel aus und tue das ganze Ding weg. Mein Rode PSA 1 Tischmikrofon am, den kannst du nicht so einfach wegbauen, ja. Den kannst du nicht so frei hinstellen, wo du mixt. Also von dem her ist das schon deutlich besser.
So. Ich habe mir jetzt was gebastelt. Jetzt gibt es nur noch einen Roboter. Die Frage ist, wo ist der? Gegenstände. Waffen. Mir fällt auf, ich habe viel zu viel Waffen. Können wir eigentlich auf ein paar wenige festlegen. So. In 85 Metern müsste ein Gegner sein. Ach, der bekämpft den Escher. Ich habe jetzt nämlich einen im Team. Das ist ziemlich geil. Hat er den jetzt Escher umgebracht oder wie? Ja. Okay, wir müssen wieder zurück zu dem letzten Punkt und da dann am Computer den Server neu starten, damit dann diese Roboter wieder nicht mehr, also nicht mehr feindlich sind, sondern freundlich. Auch eine kranke Scheiße. Eine Welt, die total abgefuckt ausschaut und trotzdem moderner ist als unsere. Das ist einfach was, ja, Seltsames, Ungewöhnliches. Bin mir gespannt, was es bringt, die Fallout, also Text zu nutzen. Maxi, du kennst es ja, in YouTube kannst du so Text nutzen, ne? Wie in Überreue heute, damit du das besser findest. Und das habe ich natürlich früher vielleicht ein bisschen vernachlässigt, aber die Texte sind relativ entscheidend, wie anhand welche Parameter du das Video findest, ne? Aber auch das ist jetzt nicht mehr so extrem. Also, Nicht mehr so, okay. ist eigentlich relativ egal. Also, auch wenn ich jetzt, ich sag mal, klickgeile Text jetzt mal reinschreibe und dann in die Beschreibung auch nochmal was klickgeiles. Ja. Also aus eigener Erfahrung, so viel bringt das jetzt nicht. Also unsere Videoaufrufe sind im Moment auch voll im Keller, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also meine auch, und gut, das ist klar, dass es momentan so ist. Ja, aber. Aber damals, ich habe ja mal vor 2 Jahren, ich glaube, das war 2016 oder so, habe ich noch super verdient. Und dann war es auf 2017 oder war es schon auf 2016? Irgendwie so, da hatte ich einen Einbruch. Von den Klickzahlen und von den also von nicht Schwachsinn, nicht von den Klickzahlen, von den, na komm schon, stirb, von den Einnahmen, obwohl die Klickzahlen nur 10, 20% geringer waren, waren die Einnahmen um 80% geringer im Januar. Und ab da war es vorbei mit YouTube. Ab da hast du mit YouTube nicht mehr gut verdient. Ja, gut, im Januar, ne, im Dezember und so weiter und November gucken halt sich noch viele die Werbung an, ne, wegen Weihnachtsgeschenk oder so ein Scheiß. Ja, aber das hat's nicht ausgemacht, weil das wurden nämlich die Monate immer besser und dann war's seitdem nie wieder wie vorher. Also nicht annähernd, wirklich um 80, 90% gesunken. Und seitdem hat YouTube ja irgendwas an den Werberichtlinien oder so verändert. Geben sie nicht mehr so viel Geld aus. Das habe ich ja auch von anderen gehört und bemerkt, dass das bei denen auch so war. Also wir monetarisieren unsere Videos schon, ne, aber Ja. also wir lassen uns das nicht auszahlen, das ist dafür einfach zu wenig. Okay. Und Ja, also ich bekomme immerhin alle paar Monate mal so ein kleines Geschenk. So ungefähr. wenn ich jetzt mal, also ich habe letztens mal nachgeguckt, ich glaube, wir haben jetzt in 3 Jahren irgendwie $80 oder sowas mal verdient. Läuft. Also Ja, $80 könntest du dir aber auszahlen lassen, ne? ja, ab 70 70. kannst du, glaube ich, ne? Genau, ab 70 Euro, glaube Ja, ich. aber alles gut. Also wir machen ja YouTube nicht, um da was mit zu verdienen, sondern einfach, weil es Bock macht und weil sich viele immer freuen, wenn wir zu denen auf die Höfe kommen und ihre Maschinen filmen. Ja, das ist schon geil. Ja, für sowas kann Aus man welcher auch. Ecke, aus welcher Ecke von Deutschland kommst jetzt du gleich wieder, Tim? Was? Aus welcher Ecke von Deutschland du kommst? Der NRW, ne? Ostwestfalen-Lippe, Paderborn und dann. Endlich eine Powerbank, die Ja, funktioniert. Servus, was deine Powerbank funktioniert? Ja, endlich eine. Nee, ich habe die jetzt von meinem Vater als Werbegeschenk.
der von der Firma als Werbegeschenk bekommen hat. Die funktioniert wenigstens. Gott sei Dank. Ja. Ich hab dir gerade eben im Chat geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Okay, nee, habe ich noch nicht geschrieben. Geschrieben, gelesen. Hi, Gruß Jonas. Okay. Nee, ich bin gerade total blind. Ich schau nicht mal auf den Chat, weil ich gerade total fixiert bin auf das Spiel. Von daher, und ich kann mich kaum bewegen, weil ich zu schwer bin. Mit der Zeit? Gibt natürlich Faktoren, die zum Beispiel, wie oft du online wärst und so weiter. Und das sind also Faktoren, woran ich dann festmache, okay, der wäre dafür geeignet, der um dann zum Beispiel einen Discord zu verwalten, um auf dem Server, LS-Server, wenn es den dann gibt, zu verwalten, solche Geschichten, weißt du. Das kommt alles dann mit der Zeit. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Tim, man versteht dich richtig schlecht, sagt der Landtechnik-Team Oberpfalz. Lukas. Schäm dich. Stimmt, Lukas sagt das, ja. Ja, das ist. Was sagst du? Das würde mich freuen, wenn ich jetzt nicht Zuschauer bin, sondern bei dir im Team mit bin. Ja, ja. Ja, das wird sich sicherlich einrichten lassen, also. Wie gesagt, Community müssen wir schauen, was zusammengeht. Wie viele Leute zusammengehen, ich kann mir jetzt momentan nicht vorstellen, dass meine Server überrannt werden. Momentan muss ich mit jedem Zuschauer kämpfen, aber wir werden schauen. Es ist ein bisschen schade, dass ich nicht mehr als 20 Zuschauer habe hier bei Fallout, beim ersten Fallout-Stream. Zur besten Abendszeit eigentlich, ne? Der guckt mich ja auch, also hat er mir vorgestern in der Schule gesagt. Okay. Und das ist jetzt die erste Woche, wo ich wieder in der Schule bin. Davor war ich 3 Wochen, wie gesagt, im Krankenhaus. Also okay. Mitte Ferien bin ich ins Krankenhaus gekommen. Tja. Und dann, let's go. Voll krass. Wurde erstmal schön gezockt. Ja, leider. BO4 an der Konsole. Okay. LS19 am Dings, am PC. Das wird richtig geil. Die Woche. Das glaube ich. Ja. Ist es so. Scheiße, ich bin zu fett, ich bin zu schwer, ich kann mich kaum bewegen. Also in-game. Ja, was krank ist, Maxi? Bei dir in der Schule schaut mir auch Epa, oder? War bestimmt mehr dahin. Nein, also, oder wer waren? Ja, genau. Felix. Ja, genau, der Felix. Der ist, glaube ich, dabei. Der war, glaube ich, der erste Zuschauer oder so. Kann sein, ja. So, muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Hol dir das Wassertestkit, wie gesagt. Wähle aus, um dorthin zu reisen. Wie soll das gehen? Starte Poseidon neu. Repariere die Systeme und fahre die Dinge wieder hoch. Achso, du kannst halt da wirklich auch verschiedene Sachen machen. Und so Nebenmissionen, die eigentlich gar nicht auftauchen, da kannst du einfach mal mitmachen und dann bekommst du halt da Kronkorken zum Beispiel dafür. Das ist, finde ich, ganz geil. Ja, Jonas, bei uns ist alles klar. Der Flo Farmer ist dabei. Servus, grüß dich. Bier ist jetzt billiger als Benzin, darum drink, don't drive. Drink, don't drive, das ist geil. Ich würde so ein Drecksopossum. Was sind das für hässliche Viecher, Mann? Nachfrage für dich ein bisschen beantwortet im Chat. Der Jonas hat nämlich gefragt, ob du LS19 spielen wirst. Ja, klar, ich spiele LS19. Ganz klar. Das Einzige, was ich mir freuen würde, wenn es ein Pferd oder so gäbe, auf dem man reiten könnte. In Fallout. Das wäre. Ein Pferd? Ja, irgendein achtbeiniges Pferd oder so. Sleipnir. Ja, willst du nicht LS19 spielen? Da gibt's Pferde. Hahaha, guter Witz. Ja, ich weiß. Das ist genauso wie in Fortnite. In PUBG gab es Autos und sowas und dann hat's Fortnite nachgemacht. Mit
Golfcars und sowas. Okay. Diese scheiß Maulwurfsrattenviecher, echt. Ich merke schon, mein Internet ist am Abkacken. Was sagst du, dein Internet? Ja, mein Internet. Die sind im Moment bei uns am Leitung neu machen. Wahrscheinlich ist jetzt Baustelle beendet. Oh je. Telekom, mein Gott. Da könnte ich Bücher schreiben über sowas. Vor allen Dingen, jetzt macht die Stadt vor einem Jahr haben sie angefangen, in Dörfern 50k-Leitung zu legen. Und jetzt fangen sie an mit 100k-Leitung für, ja, also Glasfaser für Schulen und Büros und sowas. Und das haben sie vor 2 Jahren nicht machen können. Nee, das war uns aber genau das gleiche. Alter. Wann war das denn nochmal? Vor 4 Jahren haben. Achso, genau. Das, da meine Tante und mein Onkel von gegenüber haben renoviert. Und dann hieß es, bei uns wird niemals ein Stadtwasseranschluss und eine Gasleitung hingelegt, weil wir so weit außerhalb wohnen. Ne? Alter. Und dann haben die eine Gasheizung eingebaut, haben einen eigenen Gastank gekauft und all so ein Scheiß, ne? Ja. Und 2 Jahre später. Das ist eine Gasleitung. 2 Jahre später haben sie dann eine Gasleitung oder. Ja, eine Gasleitung gelegt. Nee, oder? Jetzt kam. Letztes Jahr haben sie es nochmal aufgerissen, haben eine Wasserleitung gelegt. Dann wird alles wieder zugemacht, habe ich sie nochmal ganz dezent gefragt, wenn sie doch jetzt schon mal alles aufreißen, ob sie nicht gleich Glasfaser nehmen können. Nee, nee, hier draußen wird es niemals Glasfaser geben. Also bei uns muss man, bei uns wird wenigstens investiert, das muss ich immerhin sagen, das ist cool, aber wie lang das dauert, also das Glasfaserkabel ist zum Teil bei uns schon durchgelegt, oder ich glaube zumindest nur die Adernhülsen, also die Adern, sind ja auch 4 Adern oder 4 Adernpaare. Aber diese 4 Adernpaare, da gibt es so eine Schutzummantelung. Und die Schutzummantelung ist quasi durchgezogen und die direkt die Glasfaseradern kommen aber danach noch durch. Und dann müssen die erst zu uns zum Haus gegraben werden, weil die gehen an der Straße vorbei. Und die können selbst durchs Haus im Keller schon verlegt worden sein. Dann muss nochmal separat ein anderer, also die Telekom dann kommen und dann den Hausanschluss herstellen. Das macht dann nicht derselbe. Das sind insgesamt 4, 5 verschiedene Stellen immer, die dann kommen und dann was machen und dann, das ist so krank. Das ist bei uns genau dasselbe. Jetzt, wir haben jetzt vom Bürgermeister ein Schreiben bekommen, wenn wir diese 100k-Leitung auch haben möchten in den Haushalten, dann müssen wir die selber bezahlen und müssten dann da bei unserem Haus der Anschluss aufpacken. Ja, läuft. Ja, also mein Vater, glaube ich, zahlt 600 oder so. Das... auch mal überlegen, ob ich mir das halt, weil ich ja nächstes Jahr 18 werde, ob ich mir das dann hole. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte Glück. Weil erstens bei meiner Mom damals, warte mal, warum kann ich jetzt was bauen und das Ding nicht zerlegen? Ach so, jetzt geil, jetzt kann ich ja sogar ein Haus bauen, oder wie? Kranke Scheiße. Interessant. Was hat der Enter gedrückt? Hä? Yep, Internet ist am Schmier, also wenn ich gleich rausblicke, dann liegt sie nicht an mir. Was sagst du? Ich sagte, mein Internet rausblickt, dann bin ich auch gleich draußen wahrscheinlich. Okay. Das hängt jetzt von Specks. Ja. So ist das. Bist du der Einzige, der so einen Code hat, der das morgen dann schon spielen darf, oder ist das mehrere? Nein, das sind bestimmt 30 Leute sowas. 30, 40 Leute, also schätze ich mal. Gamers, das weiß ich. Ja, alle Großen. Also, ich schätze mal, dass sogar der Max vielleicht einen Key bekommt, ich weiß es nicht. Also, Lohnunternehmen Wild, der Max Wild, könnte auch sein, weiß ich nicht, aber... Das glaube ich nicht. Weißt du nicht? Hat ja dann, der hat sich ja, der lädt ja auch nur maximal 4 bis 5 Monate mal ein Video hoch und hat sich auch nicht mehr wirklich. Also der, ja gut, ich war, Junge, ich war 1,5 Jahre AFK und hab trotzdem immer die ganzen Infos von Giants bekommen. Ja klar, ich aber hab, du bist ja auch, also du hast ja auch deutlich mehr Abonnenten und mehr Reichweite als Max. Ja, aber das wird, die Reichweite ist jetzt auch für den Arsch und die Abonnenten sind jetzt auch für den Arsch, also, das zählt da, würde ich mal sagen, gar nicht so primär, sondern wirklich, ja,
Das weiß ich, wie ich. Der macht ja auch nur noch jetzt so Videos, also so Videos von Fahnen und sowas, also gar keine Let's Plays. Okay. Ja, genau. So was, was ihr in echt macht, macht der jetzt im Game. Okay. Fuck! So, dann mache ich ein paar Kills. Jetzt geht's nämlich richtig ab hier. Die bringen mich noch alle um. Aber die können nicht mal treffen. Die können nicht mal treffen. Die ziehen mir nämlich gar nicht mal was ab. Die sind so schlecht. Weißt du, wer sich jetzt freut, wenn ich morgen in die Schule komme? Wer denn? Ein Kumpel von mir, der guckt dich nämlich auch. Ach so. Sagt noch so zu mir so, ja, du wirst eh nicht schaffen, mit dem zu reden. Ah, so ein Krampf. Jeder kann mit mir reden, das ist ja gar kein Problem. Ja. Ich komme mir da richtig also blöd vor, wenn so jemand sowas sagt, weil vor allem inzwischen, keine Ahnung, früher hatte ich halt, gut, dementsprechend Reichweite, da haben sich viele Leute drum gerissen, jetzt macht das eh keiner mehr. Das heißt, jetzt ist es mir sogar noch lieber, wenn die Leute reinkommen und ich habe wen zum Labern, weil das Ganze muss halt erstmal wieder so ein bisschen anlaufen, ne? Naja, jetzt, nach eineinhalb Jahren ist es jetzt einfach, ist einfach mein Kanal so von den Dingen tot. Klar, die Klicks sind noch minimal da, die Abonnenten, nur ungefähr 2000 Abonnenten habe ich verloren in eineinhalb Jahren, das ist eigentlich verhältnismäßig wenig. Auf der anderen Seite habe ich am ersten Tag, wo mein erster Stream kam, 100 Abonnenten verloren, wo ich nicht weiß, lag es an meinem Stream oder war das Zufall? So quasi, ich streame Battlefield 1 und bekomme gleich mal 100 D-Abos, weil ich nach eineinhalb Jahren nicht das Spiel streame, das die Leute wollen, aber nicht froh sein, dass ich überhaupt was mache. Das ist irgendwie schon seltsam. Sarkastisch. Ja, ja. Erinnern, auf der Agritechnica, wo du dein Abo-Treffen gemacht hast. Da habe ich auch übrigens gestern erst von einem Arbeitskollegen ein Bild gesehen, der das gefunden hat. Und da habe ich gestern das Bild gesehen von dir, wo alle drauf waren. Ich habe auch noch, du hast auch damals meine alte Handyhülle unterschrieben von Glas, ne? Ja, mit Gold, ne? Die hab ich noch. Geil. Die habe ich gestern auch, die habe ich auch angeschaut. Das war richtig geil. Das ist ja, glaube ich, noch alles. Wo habe ich denn das hochgeladen? Auf Facebook, oder? Ja, also die Bilder mit euch und deiner Handyhülle, glaube ich. Ja, genau. Dann auf Facebook hat er es angeschaut. Das ist schon geil. Mach hier doch eine Instagram-Seite, wo du so Bilder hochlädst. Ja, gut, das lohnt sich eigentlich fast nicht. Wenn, dann sollen die Leute auf mein privates Instagram-Profil gehen. Ja, dann bekomme ich da ein paar Follower. Brauche ich eh, ich habe erst 40 oder so. Du brauchst bloß ein Mädel sein, dich ein bisschen, ja, wie sagst du, leicht bekleidet, ein paar hübsche Bilder machen und schon hast du 200-300 Dinge oder gleich mal 1000. Als Typ machst du geile Landschaftsfotos und du brauchst halt ordentlich lange, um überhaupt mal welche Leute zu bekommen. Dann adden mich irgendwelche aus Italien, keine Ahnung, weil ich ein Bild von einer Pizzeria gemacht habe oder so. Schon geil. Was richtig geil war, ich war wann war denn das? Vor 4-5 Wochen auf dem Konzert in Wien von Three Days Grace und als Vorband war Bad Wolves da, also eine Hardrock-Band eigentlich aus Kalifornien. Und ich habe ein Bild von denen gemacht und habe das auf Instagram hochgeladen und nicht mal 5 Stunden später hat der Bandleader, also der Frontmann, mein Ding geliked, mein Bild geliked. War richtig geil. Und danach auch die Band noch von ihm. Also das war schon hammermäßig. Ja, ich werde auch so ganz dezent langsam müde. Ich muss halt echt bei Zeiten ins Bett gehen, weil ich habe die letzten Tage viel, viel zu wenig geschlafen. Ja, jetzt kann ich schon 5 Sekunden runterzählen, dann bin ich gleich rausgeflogen. Jetzt werde ich mit dir. 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss! Nee, noch bist du da. Noch bin ich da, ja. Ist krank. Schon wieder ein Tagebuch bekommen. Manchmal kann ich so runterzählen, wann mein Internet rausfliegt und manchmal nicht. Okay. Ah, hier, hab ich gefunden, das Video.
Kommt immer drauf an, wo die Bauarbeiten am Arbeiten sind. Wenn direkt, weil ich habe zwei Häuser weiter von mir, ist der Verteilerkasten. Mhm. Wenn die da am Arbeiten sind, bin ich innerhalb von 10 Sekunden raus. Krass. Ach, die Verteilerkästen. Ich habe bei uns in der Firma intern schon die ganze alte Telefonverkabelung rausgerissen. Hab aus Versehen zweimal die DSL-Leitung von den Mietern gekappt. Naja. Hatten halt zwei Tage kein Internet und ich hatte Urlaub. Am liebsten würde ich ja gerade darüber an den Verteilerkasten gehen und erstmal schön fett WLAN, also LAN-Kabel hier rüberlegen, dass ich eine 100K-Leitung habe. Ja, nur weiß ich nicht, ob das geht, weil du bräuchtest trotzdem einen Hausanschluss. Wenn du keinen Hausanschluss hast, bringt dir ein LAN-Kabel gar nichts. Also wir haben zum Beispiel bei uns, das ist halt ein Kabel, wenn du Daumen und Zeigefinger, wenn du ein Loch machst, so dick, das Maximum, was da geht, so dick ist das Kabel, was reingeht. Das sind irgendwie, was weiß ich, 60, 70, 80 Adern. Die sind da aufgelegt auf dem Verteiler und dann hast du halt da nochmal zwei Adern, kannst du mit dem Kabel rausgehen und dann da brauchst du dann nur zwei Adern fürs DSL. Wohnst du auf dem Dorf? Nee, stopp, doch. Ich wohne im Dorf. Am Inn. Was hast du da für eine Internetleitung? 100er VDSL. Alter. Yes. Ich bin auch ein 100er. Aber würde ich bei meinem Vater wohnen, hätte ich eine 1000er. Also High-End. Ich hab's Bild gefunden mit uns allen. Echt super geil. Das kann man aber nicht hier reinposten oder so, gell? Jetzt ist es soweit, 10 Sekunden und dann weg. Läuft. Kann man einen Screenshot hier reinschieben? Ich glaube nicht. Ich könnte es mal probieren, aber ich. Doch, müsste normalerweise gehen. Falls ich gleich nicht mehr da sein sollte, was hier was los ist, ne? Ja. Scheiße, ich habe die Haarklappe abgebrochen. Scheiße, ich habe die nächste Haarklammer abgebrochen. Das gibt's doch nicht. Scheiße, das war die nächste Haarklammer. Verdammt. Ja, geschafft. Kronkorken, Sturmfeuerzeug und ein Skalpell. Ja, das kann man nehmen. Vor allem die Mission, die ich vorher gesagt habe, wo ich doch diesen Bug habe, die wird mir immer noch als aktiv angezeigt, obwohl ich wahrscheinlich schon 20 Kilometer weg bin von dem Ort. Ich weiß nicht, wie krank das ist. Das ist. Ist ja geil. Wenn du mit LightShot einen Screenshot machst und den Link davon in Discord reinschickst, dann wird das Bild automatisch angezeigt. Echt jetzt? Ja, guck mal. Warte, wenn. Nochmal. Print Screen. Live Mio. Warte. Mit Lightshot geschossen. Krass. Da ist das Bild drin. Unglaublich. Ich bin mit Abstand einfach der Größte gewesen. Ja, eben. Und deswegen fällt es auch so auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also an die anderen Gesichter explizit kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht maximal an eins oder so. Aber. Wie könnte man sich nicht an dich erinnern, ne? Und ich merke gerade, dass eine Arbeitskollegin zuschaut. Hi, Claudia. Ja, inzwischen bin ich auch in meiner Arbeit bekannt. Ich weiß noch nicht, ob ich drüber lachen oder drüber weinen soll. Das ist die Frage. Ich komme runter und dann heißt es wieder, oh, hallo, Wolf. Ich sehe mir so, Alter, was geht? Oh mein Gott. Ich möchte nur noch Herr Wolf angesprochen werden, dankeschön. Ja, aber es ist lustig, das muss man dazu sagen. Und vor allem, wenn man sich mit Vornamen, Nachnamen in Google so nennt, wie man heißt. Sonst wäre ich eh nicht drauf gekommen, dass sie das wäre, aber das war halt eindeutig, ich muss bloß lesen können. Der Bumperbuhr, hi Claudia. Schreib mal alle in die Kommentare, hi Claudia. Tim, hau mal in die Tasten, Maxi, du auch. Die braucht jetzt ein Schockerlebnis. Oh, ich hab jetzt.
Wow, fuck! Ja, spring runter, komm schon! Bring dich um! Hast schon recht! Mach es! Lauf weg! Passt! Wow! Jetzt kommen da noch welche! Ja, bring den mit der scheiß Machete um, was gibt's da nicht hier? Mann. Alter, Maxi spammt aber mal Vollgas rein. Oh Gott. Danke, Flo Farmer. Claudi. Geil. Verbeulter rostiger Kanister, was gibt's hier noch? Roter Teller. Hundefutter in der Dose. Geil, was zum Essen. Hundefutter in der Dose. Und ein Lagerbier. Geil. Ein Pilsner. Ich geb mir jetzt voll die Kante. Ich hau mir jetzt ein Papier rein, okay? Also in Fallout natürlich, ne? Nicht so wie ein Kopfhörer, oder? Dirk, servus. Was wie ein Kopfhörer? Alter. Weil was? Diablo saliert der Versinger von Kopfhörer am Dienstag. Wo, haben wir uns da gesehen oder woher weißt du das? Gesehen, du hast es kurz verzählt. Ja, so. Wie voll, ja. Wie voll abgeschossen. Ja, ich am Dienstag Bier, ja. Wahnsinn, hey. Wegen mir hat der Bus beim Heimfahren sogar stehen bleiben müssen. Na, wirklich? Ja. Alter, Maxi. Ist wieder so typisch. Mein Gott, ja, keine Ahnung. Vier Blässen was? Alter. Also ich hab, bei mir war es schlimm, nicht das Bier. Ich hab glaube ich 3 Masterungen. Bei mir war es schlimm, der Schnaps. Den ganzen Schnaps, die einfach mit dem Trager gekommen haben und ganze Paletten voll und ja, ich hab einfach zurücklang. Da ein hintere geschüttet und da ein hintere geschüttet, ja, und dann. War es jetzt soweit. Warte mal. Nein, im Kirby, die haben sie halt einfach gebracht, weil es war halt Firmenfeier, weißt du? Ich nehme mich halt voll nicht, weil sehr kostenlos und dann kämen wir uns halt mit dem Tablett mit 50 Stammball Obstler oder so und nehmen einfach gleich mit 3 Nummer. Ja. Ja, so Späte von mir bei der Maldrück gemacht, da waren sie auch, oder bei der Herbstzeit so. Wasser. Ja, Betriebsabend und da war scheinbar sein Chef so dicht, dass er mir einfach 10 Biermarker in den Tent druckt hat und die habe ich dann ich und er haben am nächsten Tag dann ordentlich vernichtet. Oh, lecker. Den war natürlich Samstag, habe ich keinen Cent ausgegeben und habe trotzdem einen sauberen Rauschbein. Da musst du schon Glück haben, hey. Ja, der war schon gut. Was ich jetzt gerade mache, ich hab, da gibt es dieses Schnellauswahlmenü und du kannst halt dann mit C die Waffen drauf ändern. Das fällt mir jetzt erst auf, dass ich das kann. Also von daher. A Pumpgun hab ich, Alter, geil! Psycho, Red X, Red Way. Stimpack, was kann man sich da noch einbasteln? A Red X und ist gleich, nehmen wir ein Psycho, das gibt mir mehr Lebensenergie. Schon mal versucht, eine 1,5 Liter Flasche Wein auf Ex zu trinken? Nee, ganz ehrlich, würde ich auch nicht, da würde ich vorher schon kotzen. Ja, Free Dive, ich hasse Wein, also wirklich. Ich habe es in Italien probiert, einen trockenen Wein. Nee, bringe ich nicht runter, also. Wenn der süß schmecken würde, aber einen trockenen Wein. Nee. Kann ich nicht. Ja, ich habe ein nice Getränk für mich entdeckt, so die letzte Zeit. Was denn? 40er Milli, Alter. Was, wie viel? Oh, 43er Milli. Was, 43er? Ja, das ist ein Likör. Ach, der Likör 43er? Ja. Was mit Milli? Mit Milli, ja. Alter! Leck, das knallt ja voll. Das ist ja. Der hat ja doch 25% oder so. Das ist ja ein Orangenlikör, glaube ich, oder? Aber macht halt ziemlich schnell dicht. Alter, voll geil. Passt, beim nächsten Suff wird das gemacht. Oh nein, ich kenne keinen Silberhusum, weiß nicht, was das sei soll. Ist das was zum Saufen, oder was? Na. Ein YouTuber, der hat einen Hof und macht immer Daily Vlogs. Was hat der gemacht? Der macht immer Daily Vlogs über seinen Hof. Echt? Ja, wenn ich aus Husum kommen würde, würde es mich interessieren, aber tue ich nicht. Nicht Spaß. Aber ich weiß nicht, das Leben da oben finde ich so langweilig.
Nur in Bayern geht die Party ab. Da gibt's mal sowas, wo ein Traktor umfällt oder so. Im Norden passiert sowas nie. Ja, du versinkst. Da versinkt er halt im Schlamm, ja, okay. Das ist die andere Sache. Übrigens, es gibt hier gerade an der Bar einen Bourbon. Whiskyflasche, Rumflasche. Ich nehme mal alles mit. Weinflasche. Also sind wir bei der 1,75 Liter Wein, ne? Ex mal. Ihr müsst einfach mehr Korn Fanta saufen. Das ist viel besser. Bourbon wirkt nicht. Bourbon wirkt nicht mehr. Aha. Welch Wunder. Das ist schon geil. Aber nach der Flasche war ich nicht mehr ich, Alter. Das kannst du doch nicht ernsthaft machen. Fast 2 Liter Wein. Also mein Kumpel wäre an 2 Liter Wasser auf Ex fast verreckt. Ja, Junge, trink mal 2 Liter Wasser auf Ex, da platzt dir der Magen. Das ist... Boah. Ja. Wenn du dann sauber Brand hast nach dem vorherigen Suff, ja, dann trink... Geht das schon irgendwo. Ja. Dann speibst du gleich. Na, das ist wirklich der Brand am nächsten Tag. Ja, aber bei mir geht's eigentlich. Was, Honiglikör 43? Na, Honiglikör ist das nicht, der schmeckt schon ein wenig anders. Jo, das ist schon. Na, das ist, geht schon in die Richtung. Das stimmt schon. Echt? Dann hab ich den schon ewig nicht mehr getrunken. Ich google da einfach mal schnell. Likör 43, also die bekannte Flaschen. Jo. Voltec-Universität gefunden, jawoll! Event wieder auf Streife, Quest begonnen. Scheiße, und ein Haufen Gegner. Aromatischer Kräuterlikör mit verführerischer Vanillenote. Aha. Ah, ja. Muss ich schmecken, was hält. Jo. Gott sei Dank habe ich eine Shotgun. Ja, kommt meine Freunde. Ich baller euch weg, Mann. Haarklammer, Red X, Schraubenschlüssel. Mann, Mann, Mann. Fuck! Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Stirb doch mal, du verdammtes Viech, du. Boah. Aktiviere Stahlherz. Wo muss ich denn da hin? 99, da muss ich hier hin. 99 Meter. Ich habe 8 Minuten. Ich habe irgendwie Angst, wenn die Zeit abläuft und ich irgendwas aktivieren muss. Klingt heftig. Was, ich habe die Kerb gefangen und musste die Echsen. Was ist eine Kerb? Bin ich vollkommen der Preis oder was? Ich weiß nicht, was eine Kerb ist. Ja, aber keine Ahnung, was das ist. Also manche Leute denken mir, dass wir ein Land sind, verstehe ich nicht. Ja. Ja gut, der Bayer war schon immer eine besondere Kreatur. So. Oh ja. Vor allem, da kann ich reden, die wohnen ja nicht weit weg. Naja. Jeden Tag darf ich mal die Preisen. Jeden Tag darf ich mal die Preisen vor mir, oder? Und denk mal, die fahren einfach nicht zu. Ja. Weißt du, die fahren da mit 60 um und dumm und denk mal, ja, geht's nur langsam? Muss ich mit 10 in Kreisverkehr fahren? Ja. Naja. Hey, das ist. Ja, Wahnsinn. Das stimmt, das ist halt wahrscheinlich, dass wir nicht anders sind, wenn wir irgendwie im Ausland haben oder so. Doch, 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 doch. Wenn, dann fahre ich mit 50 um Kurven und baue einen Unfall, aber ich fahre nicht langsam. Auf keinen Fall. Hauptsache Knallgas. Hauptsache Knallgas, genau. Nur so macht's Sinn. Ich habe eine Postkarte gefunden. Und ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Das hört sich ja geil an. Aber die FPS sind irgendwie so niedrig. Jetzt ist es dunkel und trotzdem. Alter, warum ist das hier? Hallo. Aktiviere Stahlherz. Na gut. Dann machen wir das doch mal. Online. Waffensystem
Boah, geil! Das ist ein befreundeter Robotron, der kann schießen. Geiles Ding, der bewacht mich jetzt. Scheiße, ich muss ihn bewachen. Oh je. Bitte melden Sie verdächtige Raider-Aktivitäten. Die Roboter sind schon echt geil. Ja, jetzt ist mal wieder gut, Freunde, hier. Ich hab kaum mehr Waffen, fuck. Alter. Scheiße. Und den nächsten Tagebucheintrag in der Morgen High School. Ja, ich hoffe, da läuft er jetzt zufällig hin, weil... Bergland. Warte mal, er hat sich geschrieben Jonas B. Ist da nicht auch immer so eine Rallye oder irgendwie sowas? Jetzt muss man reinschreiben. Das ist immer so eine Bergrallye. Der Typ hat's drauf. Läuft. Scheiße, nur noch 6 Schuss für die Waffe. Oh fuck, jetzt wird's heftig. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Jetzt kann ich gegen andere Leute kämpfen. Interessant. Deine Improwaffen verschleißen weniger, das ist sehr geil. Geil, Waffendepot! Geile Scheiße. Das Ding ist so geil. Ach so, die Kerbe war die Flasche Wein. Jetzt hast du es mir erklärt. Das sind aber Ausdrücke, die wo man bei uns nicht kennt, ja. Ja, echt nicht. Weißt du, was ich am 3DS Grace Konzert gefangen habe? Erstens mal mein Kumpel der Wasserflaschen vom Bassisten und ein Black Drum. Geil. Ja. Kann man mal machen, ja. Kann man mal, muss man aber nicht. Fuck, die bringen mich um, die Viecher. Hallo. Alter, ich kann fast nichts machen, ich bin fast hier. Alter, jetzt haben wir 20 Ghule, Mann! Hilfe! Scheiße! Lass mich raus! Lass mich rein! Boah! Hä? Ich brauche jetzt irgendeine Waffe. Ich habe keine Munition. Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Jetzt bringe ich Olli um, ihr Grippin. Alle auf einmal, jawohl. Schlachten mit der Machete. Aber hast du eine neue Handynummer? Ich? Ja. Ja, klar. Ich habe immer eine neue Handynummer. Ey, weil ich gucke gerade. Ja. Boah, ich hab's geschafft. Die sind alle tot. Okay, da ist noch einer. Noch einer. Jetzt reicht's doch mal. Das gibt's ja nicht. Mann. Brutal. Also man stirbt hier so richtig fett. Wahnsinn. MSÖ. Was? Sind die überhaupt schon wieder?
Ich hau mir gerade verdorbenes Gemüse rein. Lecker. So. Und ich habe jetzt wahrscheinlich... Jetzt kommt wieder so ein Scheiß-Ghoul. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt komm noch... Jetzt flippe ich gleich aus. Jetzt reicht's. Das sind einfach zu viele. Schalte den... Was? Den WGF Greaten Sender ein. Und wo mache ich das? Meter bis zum Ziel. Okay. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt da auf die Auffahrt rauf muss. Ach so, ich muss in dem Bereich suchen. Ja gut, das wird wahrscheinlich ein Radarturm sein, nach der Logik nach. Boah, krass, da liegen versteinerte Leichen oben. Also die sind eingeschmolzen, wie die Leichen bei Hiroshima. Ja, blöder Vergleich, aber halt wie zu Staub zerfallen oder zu Stein. Sind die da in der Luft? Krass. Da liegen wieder ein paar Leichen. Wahnsinn. Ich hab schon wieder Bock auf Sommer. Ja, mir geht's auch so. Allein schon, weil wir dann wieder Stroh fahren. Ich hab schon wieder richtig Lust. Stroh fahren? Wegen Stroh fahren will er Sommer. Tim, du bist Bauer durch und durch. Nein, nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Also. Ich will einmal wieder Stroh rum! Nein, da wo ich arbeite, das ist eigentlich nur ein Nebenerwerbsbetrieb. 300 Quadranten im Jahr oder sowas nur. Okay. Aber wir haben dieses Jahr haben wir, glaube ich, 1600 Stück zusammengefahren. Und wenn man sich jetzt mal den Strohpreis so anguckt, ne, 50 Euro pro Bund und wir haben so Produktionskosten von 20, 25 Euro. Okay. Wir haben so ein Geschäft damit gemacht. Ne? Also nicht ich, aber mein Chef. Wo ich mal was etwas mehr von abgeben können. Krass, okay. Aber es normalerweise ist das ja auch nicht so. Also nur dieses Jahr wegen der extremen Trockenheit, ne? Als Stroh und Heu ja Mangelware. Ja, das stimmt. Ja gut, das, was wir halt mehr verdient haben, haben wir dann direkt in neues Futter investiert, weil bei uns ist der zweite, dritte und vierte Grasschnitt ausgefallen. Wir haben nur einen gemacht dieses Jahr. Okay. Puh, alles klar. Läuft bei euch. Na, ja, abgemäht, ne? Aber. So mehr war's da nicht. Also wir haben es abgemäht, ne, aber hat sich halt gar nicht gelohnt, erst die Presse zu holen oder die ganze Rot zusammenzuschwaden. Ja, krass. Also so haben es wir zumindest gemacht. Im Nachbardorf hat einer, der hat jedes Mal gemäht und der hat jetzt von seinem letzten Schnitt, das waren irgendwie kurz überlegen, 35 Hektar, hat er zuletzt gemäht und hat da 9 Rundballen runtergekriegt. Okay. Oh. Krass. Das tut weh. Heftig. Wie gesagt, sparen wir uns den Diesel und den ganzen Scheiß und lassen es einfach stehen. Packen da Rinder drauf und fertig. Da gibt's gerade ein Terminal. Brandbestien. Nachrichten von Larry Pickerman. Umgang mit der Bruderschaft. Quest begonnen, vorbeugen ist besser als heilen. Und schon habe ich 5 Quests, jetzt wird schon langsam etwas viel. Läuft. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Ziel? Ach, hier ist der Turm jetzt. Und da gibt es so viele geile Sachen.
in diesem Camp. Stahlschrott. Eine Haarklammer. Und ein Haufen Leichen. So. Maxi, wie lange hast du eigentlich nur Battlefield 1 zockt? Halt. Echt? Ja. Zockst du das immer nur regelmäßig? Naja, regelmäßig nicht. Halt, habe ich mit dem Spaß immer okay. Training für Battlefield 5 ja. gespielt. Würde gerade sagen, das ist nicht verkehrt. Ja, wir verlieren natürlich nicht. Snipen hat ja auch noch ganz gut hingehört. Ja, das glaube ich. Ja, bei mir ist es schwierig. Ich würde es ja nicht mehr so heftig zocken, Art 6 im Training. Mein Gott, die paar Runden waren jetzt nicht schlecht, aber. Ja. Es ist einfach. Das Game ist einfach fertig durch. Ja, ja. Ich kann doch da gar nichts aktivieren. Lokale Radarüberwachung, kein Flugverkehr. 228 Stunden habe ich sogar gespielt. Wie viel? 228. Alter, ich glaube, ich habe nicht mit 30 Stunden gespielt. Ja, genau, das war übertrieben, aber. Ja, Level 90 oder was bin ich jetzt? Und schon wieder fast gestorben? Ja, Wahnsinn, echt. Ja, die FPS, also ganz ehrlich, so mit 35 FPS macht's keinen Bock mehr. Also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. So, Z, Camp zerlegen. Tim, Interesse an einer abgefuckten 125er WR? Nee. Interesse an einer runtergeranzten Beta R50 offen? Nee. Aber ich muss sagen, für eine 50er ist sie ziemlich, also. Ja, wenn sie offen ist. Also mein Cousin hat eine 125er. Mhm. Irgendwie eine ganz alte Yamaha, was weiß ich, was das für eine ist. Auf jeden Fall ziemlich schwer und nur 12 PS, glaube ich. Und auf den ersten 150 bis 200 Metern bin ich schneller. Ja. Da bin ich halt bei meinen 80, 85 km/h und dann kommt er halt, dann fährt er halt, was ist das, seine 100 oder so. Ja, schon mal vor die Bullen, also von den Polizisten, oder, aufgehalten worden oder so. Angehalten? Jo. Ja, zweimal, aber da war mein Moped noch gedrosselt. Ah, okay. Was ist das denn für ein Scheißspiel? Seitdem, wenn ich es mal gesehen habe. Bremse im nächsten Feldweg rechts rein. Klar. Hä? Ich check das nicht. Tja, ach so! Der will nur vorn, dann ist fertig mit 125. Bis zum 30. und dann bis 18. Das ist ja geil, das Minispiel. Also. Ja, wenn es dann nächstes Jahr wieder abgemäht wäre, weil bin ich schon 18 und der fährt zwar von. Achso. Wann wirst du denn 18? 31. Januar. 31. Januar? Ja. Geil. 2 Tage nach mir. 2 Tage vor mir? Alter, haben wir echt so nah Geburtstag wie 3? Krass. Ich hab am 2. Ich hab am 19. Am 2. Ja. 2.2. Ja. Muss ich mal überlegen. Na, wäre ich 23. Ah, nee, warte mal, alles gut. Hä? Alles gut. Ich hab gerade, ich muss ganz gut überlegen, wann mein Opa Geburtstag hat. Weil der hat auch die 2., 3. oder 4. oder so. Und? Was hat er jetzt? Ich glaube am 4. 2., 3. oder 4. Geil. Ja, dann hab ich am 29. Maxi am 31. Am 2. mein Opa am 4. Krass. Ist das ein Zufall? Ich denke nicht. Gibt es Zufälle? Ich denke nicht. Rechts ist das Gas. Das kann kein Zufall sein. Oh, rechts! Hm.
Tja, Mare, warum hast du anstatt deinem Auto nicht ein gescheites Moped geholt? Also bitte, Maxi! Ja, was? Eine Harley Davidson. Also bitte, wirk! Hä, warum? Nein, ich hör mir doch kein Bike nicht! Ich brauch ein Auto! Ja. Irgendwas ein billiges Schrottkarre, ich würd schon zum Arbeit kommen und wieder heim. Und mal da hin. Hauptsache das Moped ist geil. Läuft. Boah, ich lauf gerade so verplant hin und her und check eigentlich gerade nicht, wo ich hin muss. Ja, mal schauen, was ich mache nächstes Jahr. Können wir ja mal ein Drag Race da machen. Mit einem 1 PS BMW. Gegen Moped, ja, schauen wir mal. 400 Newtonmeter gegen, keine Ahnung, 50. Ja, das kommt drauf an. Das ist immer ein. Scheiß Sportenduro so. 60 PS. Das ist immer die Frage von der Masse her, ja. Hä, hey, da gibt's ein Event vom Lightwolf, was geht denn ab? Ich war's doch Lightwolf. Oder eine 400er. Mhm. Aber auch wieder eine Enduro. Jo. Weiß ich, wie viel Gewicht hat die? Ja, 110 oder so. 110 sowas. Ja, mein Bruder möchte nächstes Jahr umsteigen. Werde ich auch Enduro fahren, anfangen. Ja, ist ja bisher Supermoto und Cross gefahren. Und er hat gesagt, er verkauft beide Karren von sich und kauft sich auch ein Enduro und ein Auto. Dann okay. Geht's auf nächstes Jahr. Hast du eigentlich immer noch so Probleme mit dem Sprunggelenk, Mare? Ja, was heißt Probleme? Schon besser geworden, aber ganz kannst du es nie eliminieren. Also. Wenn ich jetzt einen Tag auf dem Feld laufe, kannst du mich am nächsten Tag umbringen. Das ist schon noch so, aber ansonsten, mei. Es geht schon. Soweit kann ich mich eigentlich nicht so beschweren. Ist ganz okay. Ich hoffe jetzt mal überhaupt da ans Ziel zu kommen, Mann. Ich flipp gleich aus. Warum ich Automatik fahre? Ah ja, Flo, erstmal, was aus meiner 1080 geworden ist. Die habe ich verkauft, leider. Ich habe Geld gebraucht für mein Auto und habe mir dann die 1080 verkauft, mein CPU verkauft, was habe ich noch verkauft? Ja, mein Rode Mikrofon, das ganze Zeug halt, ne? Weil ich dachte, das war's jetzt. Nie wieder YouTube. Ja, ich hatte ja recht, ne? Hatte einfach so recht. Ja, aber es müsste im Winter sonst schauen, dass du auch so irgendwie zocken. Sport machen im Fitnessstudio. Also verbraucht mehr Sprit. Ja, jein, Oberpfälzer. Also er verbraucht sowieso an die 9 Liter auf Kurzstrecke. Von daher, weniger Spaß beim Fahren. Ja, kommt drauf an. Also ich muss sagen, ich finde die Automatik eigentlich ganz bequem. Und ich kann ja auch manuell schalten. Also ich habe zwar keine Kupplung und es ist nicht ganz so geil wie richtiges sequenzielles Schalten, aber es ist ganz okay. Ja, also das nächste Auto wird erstens kein Diesel und zweitens kein Automatik. Das wird eine richtige Sportkarre. Also, das ist ein sportliches Auto. Impresa, oder? Nein, ein BMW Indy 92 335. Ah, okay. In 5 Jahren. Voraussichtlich. Niemals. Ja, also wenn ich jetzt rechne momentan, ich verbrauche momentan so viel Unterhalt fürs Auto, dass ich mir auch den 335er holen könnte, ohne weiteres. Dann würde ich nicht mehr zahlen an Unterhalt. Das ist schon... Ja, aber die wird halt hauptsächlich Versicherung des Teils, oder? Ja. So richtig. Oder giltst du nur als Fahranfänger? Oder das Geile ist, ich wechsle jetzt Versicherung und bin ab meinem Geburtstag nicht mehr Fahranfänger, ab 23. Ah, okay. Da habe ich dann ziemliches Glück, da komme ich deutlich günstiger. Da habe ich einfach mal 400 Euro Winger oder so, ja. Das ist schon. Ja, und Steuer beim Diesel ist er sowieso. Naja. Oh ja. Und so viel günstiger ist Diesel jetzt auch nicht mehr beim Tanken als Benzin. Nee, also das ist momentan, bleibt sie sehr schon wurscht. Ja, ja, wir können ja auf Schädigen fahren, gell? Ja, ich fahre auf Oberberg, oder? Ist fast nur.
Okay, jetzt hier. Letztens, bin ich die Fahrzeuge von meinem Chef quasi alle am Tag einmal tanken fahren, also den Hoftrack, Stalltrecker und den großen Case. Und, Alter, ich bin fast hinten rüber gefallen, als ich das gesehen habe. Was hast du 12 Liter? Zu so viel. Irgendwie bei. Was 65? Nein, so viel nicht. So viel. Ja, sowas haben wir teilweise sogar schon. Wie bitte? Also, ja, ja, doch, stimmt. In Rüschdorf bei der Tankstelle. Ja. 67 habe ich Spitze gehabt und das an einem Mittwochnachmittag. Waren 67? Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Ach, Schädig war ich nicht mehr gekommen, also habe ich wohl oder übel für 5 Euro da tankt. Ja, bei mir ist so geschwind, wenn es eigentlich nur durchgestanden 2 Kilometer. Und ich habe schon langsam Schiss gehabt. Und beim Diesel, vor einem Diesel mehr auf 2 Kilometer Lache. Da war nur wirklich ein paar Treppfall drin. Und danach haben 64,5 Liter eingepasst, bis da habe ich so voll tankt, dass hinten schon wieder fast ausgerundet war. Okay. 64,5 Liter, Mann. Ich war bei 90 Euro. Wow. Wahnsinn. Wie oft tankst du im Monat dann? Nach aktuellem Stand ungefähr 2 Mal, das heißt, ich brauche 170 Euro Sprit im Monat. Okay. Obwohl ich eigentlich nur Kurzstrecke fahre, allerdings halt einmal am Wochenende auf Passau oder so, warst du mal schnell. Von daher. Das hast du dann gleich drin. Ist eh klar. So, ich brauche unbedingt wieder was zum Heilen, weil ich gerade sowas von dort bin. So. Irgendwo geistert nur so ein Viech rum. So ein Tier. Ein Viech. Auf Bayerisch. Ja. Ein Viech herrscht. Alter, das ist total krank, die ganzen abgefuckten. Alter! Fahr mir nicht so eine Geisterstimme mit mir. Verloren! Hä? Ich hab nicht verloren, noch lebe ich, mein Freund. Schauen wir mal, wer zuletzt lacht. Aber das ist echt gruselig hier drin. Scheiße, der schießt mich auch noch an, verdammt. Das kann nicht wahr sein. Chris, Johnny, macht's es gut, ciao, bis denne. Ich glaube, ich werde jetzt dann einmal stoppen, weil ich um 11 Uhr dann penner gehe. Immerhin muss ich keine Videos mehr hochladen, der Stream genügt für heute und morgen geht's dann fett los mit dem LS. Wenigstens ist er schon installiert, wir haben heute schon den Key gekriegt. Also ich könnte theoretisch jetzt schon mal reinschauen. Was sagst du? Ich glaube, du hältst es mal ganz schnell einmal. Echt, so mach Instagram-Stream. Instagram. Ja, genau. So quasi, weil sie keiner mitkriegt, oder? Echt so. Hä? Da läuft er einfach weiter. Der läuft weg von mir. Was soll denn das? Hör dir den dritten Eintrag des Tagebuchs der Aufseherin an. Wie viel soll ich mir noch anhören? Schon langsam nervt es ein bisschen. Oh Gott. So, schalte den WGRF Greaten Sender ein. So, jetzt muss ich erstmal wissen, wo der sein sollte. Das sieht eigentlich aus wie ein Sender, aber. Verstehe ich nicht. Wo muss ich denn da hin? Naja, ich bin immer weg, ne? Alles klar, Tim. Bist so, du. Hast du ein LS jetzt dann? Schon, oder? Nee, ich hab noch nicht. Ich muss mir also du kaufst ihn dir aber. Ja, klar, kauf ich mit ihm. Hallo. Sehr geil. Ich schreibe dir gleich noch was über Instagram. Ja. Dann irgendwie mal streamen.
willst oder aufnehmen willst, LS, wie auch immer. Ja, gerne. Den kannst du eigentlich. Lass mal die Nummer schreiben. Stimmt, ja. Tim, dann schreibst du mal die Handynummer in Instagram und dann füge ich dich in unsere Gruppe hinzu. Da wird momentan eh so viel Scheiße. Also, das ist momentan ein bisschen heftig, ne? Gibt's eigentlich noch die alte Battlefield-Gruppe mit hier, wie heißt er nochmal? Ah. Mit Malte? Mit Malte? Da ist jeder ausgeglieft, glaube ich. Ja. Glaube ich, nicht mehr. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Dass es die noch gibt. Malte, den habe ich auf der letzten Agri-Techniker gesehen. Echt, da wart ihr da? Ja, klar, da kam, ich stand da und auf einmal gab mir einer Nackenklatscher so richtig. Das Typ. Und ich denke mir nur, weil ich ja Wichser, ne, und drehe mich rum, guckt er mich an. Tim, Junge, alles fett bei dir. Alter, Malte. Ah, genau. Alter, krass. Eigentlich müssten wir mal wieder so ein Wiedersehen machen, gell? Aber dann nicht in da oben, sondern hier bei uns unten. So München oder so. Oder Gardasee. Nee, das war ein Scherz. Also nicht, komme ich in den Ferien. Irgendwie Osterferien sind ja in allen Bundesländern gleich, glaube ich. Oh, ihr habt ja Ferien, wie schön. Ja, schön. Direkt nach die Osterferien ins Abi ist, oder? Naja, Glück musst du haben, ne? Ja. Oh Gott, finde den nächsten Tagebucheintrag und hör dir den nächsten Tagebucheintrag an. Schön langsam kotzt es mich an. So, ich bin dann weg, ne? Flotten Abend noch. Ciao. Hau rein. Mach's gut, hau rein, tschüss. Mit CT-Modding. Haben wir mit CT-Modding mit dem Chris nur Kontakt? Also ich glaube, in der Gruppe ist er nicht drin. Na. Nee. Also ich weiß nichts von ihm. Verfickter Ghoul. Ich glaub's. Ist halt rein vor die Fächer her bei mir echt richtig fett unnötig manchmal wieder. Okay. 2 Stunden Physik da, wo wir nur Referate haben, wo du wieder drin sitzt und nichts machst. Okay, ja, super. Ein Schauer Doppelstunde ist es. Schlaucht schon ganz schön im Moment. Oh ja, ich kann's verstehen, die scheiß Tree, mein Gott. Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn jemand zu mir sagt, oh, so schön in der Schule, hast du es nie wieder im Leben. Ich denke mir so, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan... Momentan bin ich echt froh, okay, 20 Minuten über in der Arbeit ist, dass ich ja. Schön nicht mehr gehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sicher, wenn es auf der Arbeit passt. Ja. Gegenstände verwerten, endlich! Ich habe so viel Klump dabei, kannst du gar nicht vorstellen, was ich alles gesammelt habe. Ich bin Sammler halt. Oh ja. Was ist jetzt eigentlich der Sinn von dem Spiel, von Fallout? Du baust das Ödland wieder auf. Mit den anderen. Also krasser als zuvor und ich weiß noch nicht, wie weit die Story gehen wird. Also, aber du laufst nicht nur sinnlos umher und machst Missionen, sondern da steckt schon was Größeres dahinter. Achso, okay. Ich kann es noch nicht genau sagen, was. So, und ich tue jetzt mal meine Waffen verwerten, weil das ist total sinnfrei, 20 Waffen von derselben Art dabei zu haben. So, Machete. Geh
gehst denn so schön um 8:30 ins Bett gegangen? Um 8:30? Ja. Ja, pff, keine Ahnung, was gehst denn? War ja einfach arschmiert. Ich um 2:30. Achso, und dann gehst du halt in die Arbeit. Ja. Alles klar. Oh ja, das war heftig. Na, aber das war echt so ein Tag, da gut aufgestanden, Zun hat, naja, Zun hat nicht gescheint, aber. Zun hat gescheint. Aus dem Arsch gescheint, ja, höchstens. Ja, genau. Und ja, damit habe ich gesehen, und ich die Schiebe uns wieder. Hoppa. Das stimmt jetzt, ja. Bin gespannt, weil melden wir ja morgen in der Früh um 7 bis 8, jetzt 2 Uhr gerade. Dann bleibe ich auch mit dem Moped in Schützen vorne. Oh, ey, dann mit dem Moped noch sauber. Heftig. Ja, da kann ich 15 Minuten länger sandeln daheim in der Früh. Das nehme ich in Kauf. Das stimmt allerdings. Würde ich auch auf jeden Fall. So, ich habe jetzt mal ordentlich mein ganzes Inventar ausklamösert. Und jetzt muss ich gerade schauen. Ich habe gerade echt viel verwertet. Wahnsinn. So, jetzt muss ich Munition herstellen. Also. Wo kann ich denn Munition herstellen? Das war vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr das wisst. Herstellen. Space modifizieren. Ich habe auch keine Waffenbank nicht. Da werde ich wahrscheinlich nur Mods machen können. Kann eine Waffe upgraden? Die Frage ist, welche Waffe? Ein bisschen der Revolver, weil der macht brutalen Schaden. Oder die Pumpgun. Ja, ist immer ein Revolver. Revolver. Was kann man denn da machen? Reflexvisier, geil. Nein, ich kann's gar nichts upgraden. Das ist alles total für den Arsch. Du hast am Anfang einfach nur gar nichts, von daher schwierig. Nein. So. So, ein Kopfschuss für die Waffe hat er wie viel Prozent abzogen? 10%? Bein, linkes Bein. Boah, der Gulauf dann mir vorbei ist, das ist geil. Okay, der greift mir auch. Geil, die laufen alle mir vorbei. Scheiße, und ich hab mein Muni verdorben. Ich flipp aus, ich verbrot einfach alles. Das ist so heftig. Das Spiel, du musst wirklich auf deine Ressourcen aufpassen. Also Munition im Überfluss hast du da echt nicht. Und vor allem, ich habe jetzt nichts zur Munition herstellen, das ist das Allerblödste. Aber ich glaube, ich gehe jetzt offline. Obwohl ich schon wieder so einen Suchtfaktor hätte. Kann nicht aufhören. Ja, man muss immer wieder aufstehen, das heißt, dann kann ich wenigstens 8 Stunden schlafen, ja. Juhu, bin ich wieder. Bei 8 Stunden bei mir, fast. Ehrlich gesagt, zu wenig, dann bin ich den ganzen Tag wieder. So, naja. Was echt? 8 Stunden oder zu wenig? Ich kann schlafen, ich kann 10 Stunden am Tag schlafen. Und was? Krass. Also das bringt ihn nicht zusammen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So 7, 8 Stunden, 8 Stunden waren super. 8 Stunden jeden Tag waren perfekt. Mhm. Aber
Das ist dann aber das Problem, wenn man so in einem im YouTube-Video sucht und so vertieft ist. Aber ja. Das ist Wahnsinn der Früh. Ja, ja, das ist. Das ist immer ziemlich heftig. Aber vor allem, ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus. Finde den nächsten Tagebucheintrag in welch. So, und ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin muss. Weil die Missionsmarkierungen so schlecht sind. Oh, leck, da muss ich ja so weit laufen. Na, kein Bock. Das muss zu weit weg. Ich suche jetzt diesen scheiß Sender und wenn es nur so lang dauert. Geh mit da auf. Enter, Markierung platzieren. Schau, mach mal hier. Aber das Wichtigste war erst einmal Munition zu finden. Und man, das Coole ist, du vergiftest die, also man sagt halt, dein Körper vergiftet sie und dann musst du irgendwas nehmen, dass die wieder... Ja, entgiftet, ja. Ja. Das passiert auch, wenn es so wie vorhin faules Gemüse frisst. Oder? Ja, genau, verdorbenes Fleisch und sowas. Mhm. Aufbereitetes Wasser ist ganz gut, du siehst dann auch, was du essen musst, damit ja. Du deinen Hunger stillst und so. Aber ich hab nichts mehr zum Essen. Doch, verdorbenes Fleisch. Und dafür wirst du wieder verstrahlt. Das ist halt, ist ziemlich. Ziemlich schwierig. So, aber jetzt bin ich vollkommen entgiftet. Du hast dich mit der Ruhe infiziert. Super! Du hast dich von der Mutation krallen, der Hund, und dann kommt leider noch, du hast dich mit der Ruhe infiziert. Super. Was Landwirtschafts-Jakob? Hab gerade ein Weltwunder erlebt. Wolfsrudel wird live angezeigt. Servus, Jakob. Ja, tatsächlich, das gibt's. Es ist keine Fata Morgana. Ich streame wirklich. Das fucking Fallout 76. Ja, ich werd gleich zum Ausfall. Du hast doch damals, wo wir uns beim Blechinger mal gesehen haben, dein... Ja. Was für ein Führerschein fertig gemacht? Eher einen begleiteten 17. Das war damals nur der 125er. Achso, stimmt, ist ja schon wieder ewig her. Mein Führerschein hat 3,5 Jahre her, also fast 4 Jahre. Jo. Na, ein Auto, den habe ich letztes Jahr im Winter gemacht. Okay. So, den. Naja, auch alle beim Dani gemacht. Das war eher dein Vorderrücker. Was sagst du? Der Dani. Ja, der Dani, ja. Der hat dann eben vier. Zufälligerweise ist das der Stiefsohn von meinem Rallye-Lehrer. Na! Jo. Ja, Wahnsinn. Zufälle gibt's. Ja, was? Ein M4 hast du gesagt, was? Alter, fuck, es gibt einen Krach. Einen Krachen? Einen Drachen, Mann! Da fliegt der Drache! Alter, es geht ab! Ich hab noch nie einen Drachen gesehen in Fallout. Ja, leck mich doch. Ja, was sagst du? Der hat einen M4, ja? Echt jetzt? Mhm. Alles klar. Der hat ja gescheite Kisten haben, oder? Hast du ein neues Moped auch gekauft? Ja, neues Bike, ja, kein Wunder nicht, ne? Weil der verdient das Fallout schon ordentlich, aber... Naja. Ja, das kann schon sein. Da bist du dann auch mit 12 Stunden am Tag unterwegs, so quasi. Das ist schon... Naja. Ich kann's nicht mit den ganzen Irren. Sein Opfer, die nicht wissen, wie man Auto fährt, oder? Ich kann's nicht mit den ganzen Leuten, die nicht wissen, was ein Auto ist, die dann meistens ja, schwarz haben. Genau. Weil bei uns am Land, da kannst du halt einfach Auto fahren, egal ob du in der Forschung fährst oder nicht. Ja. Aber das ist ja scheinbar nicht mehr so der Fall bei den meisten. Ich hab gerade einen Supermutanten mit 2 Schuss umgebracht, Wahnsinn. Sind das dann KI da, die Typen, die Supermutanten oder so? Das ist alles KI, ja.
Weil es ist halt ein Haufen von denen. So, der ist hier. Ich kann schon kaufen, das spüre, aber wenn man jedes Wochenende saufen geht. Ja, ich weiß schon. Ja, bei mir konnte man es nicht mehr leisten, dass ich jede Woche saufen gehe, weil ich hab sowas von kein Geld. Scheiße, ich bin gestorben! Nein! Fuck! Fuck! Ja, ich bin da, da kommt keiner mehr. Okay, zum Schluss bin ich gestorben, nach 2,5 Stunden. Das erste Mal halt. Nein, der ist nicht. Okay. Wir haben letztens Spawnpunkt gespawnt. Ich bin ganz ehrlich noch nie gestorben. Das erste Mal. Ich bin nur einmal gestorben und wiederbelebt worden, aber jetzt bin ich auch allein da herin. Weit und breit kein Gegner da. Oder kein Freund. Bin gespannt, wie viel das jetzt hat. Ja, ich stirb jetzt, okay. Space neu spawnen. Die Frage ist, wo? Geil, Ort zum neu spawnen auswählen. Cool. Letzter Tod, genau, da sieht man es. Was heißt ein Ort zum Neuspawnen auswählen? Hä? Ich kann doch eh nichts auswählen. Okay, ich kann Lager der Aufseherin auswählen. Flatwoods, alle entdeckten Orte. Ja, super. Ja, dann halt am letzten Tod wieder spawnen. Bin ich jetzt blöd? Ich kann nicht spawnen? Ach so, jetzt dann hier neu spawnen. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was ich von meinem Loot noch hab. Welche Führerscheinklassen? Also, ich habe halt nur einen normalen B-Führerschein. Muss ich sagen. Mehr nicht. Nur B. Kein Anhänger oder sowas. Hol dir deine verlorene Beute zurück. Also du verlierst schon einen Großteil von deinem Loot, aber du kannst dann wieder zurückholen. Irgendwie so. Ja, das war aber jetzt eh nicht viel, also nicht der Rede wert. Gibt's da dann auch irgendwie so Loot-Hotspots, wie es, keine Ahnung, in DayZ zum Beispiel gibt? Airfield oder so? Nein, das ist nicht direkt. Also du findest halt immer wieder mal was, aber nicht so, dass du sagst, oh, das ist jetzt, du kannst jetzt so Eidecker quasi, ne? Das nicht. Ja. Okay. Fuck. Fuck, der hat, Alter. Der bringt mich um, der Typ. So, ja, sie passt. Alle Supermutanten erledigt. Die haben wenigstens ordentlich Munition dabei, aber das sind riesen Viecher, das sind, keine Ahnung, das ist 1,3 Meter groß oder 4 Meter. In der Kochstation kannst du halt dann Essen braten oder fertigen, das ist ja halt dann nahrhaft und ist gesund, das bringt dich dann nicht mehr um. Aber ich kann ja nichts herstellen, weil ich ja nichts hab. Fuck. Ja, ich habe eine Power-Rüstungsstation gefunden. Mal gut, die bringt mir zwar nicht viel, aber wenn es soweit ist, kann ich da eine Power-Rüstung anziehen. Und dann bearbeiten. Und ich habe endlich eine Bastelwerkbank gefunden. Es gibt doch noch gute Glücksmomente in dem Spiel. Na, jetzt kann ich Munition herstellen. Scheiße. Wenn ich. Ich habe überhaupt keinen Loot mehr. Wo ist das ganze Zeug hier? Der hat doch gar nichts mehr. Also ich bin echt ein wenig verwirrt mit dem Spiel teilweise.
was da angezeigt wird als Mission und du hast das schon gemacht und es wird dir immer nur angezeigt, weißt du? Ja. Das ist. Verstehe ich gerade nicht. Da kann man unterirdisch in Kanalisation gehen. Das wird jetzt auch nicht so spannend sein. Nö. Super, und jetzt kommst du dann. Oh, sammle Fässer ein, da kommen lauter so Zusatzquests. Jetzt habe ich gerade schon wieder 5 Quests am Anschauen. Wahnsinn. Das ist ein bisschen früh auf einmal. So, hol dir deine Beute zurück. Okay. Sprich mit dem Hemlock Holes Koch. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo in aller Welt dieser Datum ist. Gott, Gott, Gott. Waffenwerkbank. Endlich kann ich Munition herstellen. Es gibt aber, wie kann wieder keine Munition herstellen? Nur Waffen. Das ist so sinnfrei. Waffen ohne Munition. Ah, oh, so spät, ich glaube, ich bin jetzt weg. Er ist weg. Wenn ich jetzt nur ein paar Lana Spezi hätte, dann hätte ich nur ewig weiter zocken, aber. Und wenn ich morgen nicht arbeiten müsste. Ja. Ja, passt. Hey, Maxi, dann bis demnächst, bis zum LS. Schaffst du morgen vorbei? Zum Stream. Wann? Auf Nacht zu. Ja. So sind wir auch die. Ja. Ja, passt. Ja, passt. Dann bis morgen, habe ich dir. Ciao. So, Freunde. Der Last Ranger ist auch weg und wir. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ewig meinen Loot zu suchen. Ich laufe jetzt weiter. Müssen nur schauen, in welche Richtung. Letzter Tod, sammle das Fass ein. Okay. Oh, ich laufe dann einfach mal los. Durch die Wildnis. Also was ich unbedingt brauche, ist mehr Ausdauer. Scheiße, das sind überall diese Myrolux, diese. Was sind denn das? Keine Ahnung. So Wassertiere, so Krebse, so riesige Dinger. Und die bringen mich jetzt gleich um. Weil die kommen gleich und dann bin ich tot. Aber Gott sei Dank gehen die mit zwei Schuss down. Also halt nicht allzu viel aus. Muss gerade mal schauen, wie ich da jetzt rüberkomme. Sammle das Fass ein. Da habe ich ganz ehrlich jetzt keinen Bock drauf. Aber irgendwo hier muss ich eine Radarstation finden. Und ich habe keine Ahnung, wo dieser WGRF-Sender sein soll. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich überlege gerade, das ist die Mission, die er mir anzeigt.
Ja, ich marschiere jetzt einfach mal ewig gerade da hoch und dann wird es hoffentlich dieser Sender sein. Es wird mir wirklich nicht angezeigt auf der Minikarte. Gut, es wäre auch zu einfach, aber. Mich interessieren jetzt diese Nebenmissionen auch nicht. Die tue ich mal deaktivieren. Genau, nur diesen Sender, der interessiert mich jetzt. Und. Genau. Aber er sagt mir, ich brauche irgendwas zum Fressen, weil ich fast verdurste. Also dann fresse ich mal was. Das ist am besten schmutziges Wasser, so viel, dass ich sterbe. Dandyboy-Äpfel, was haben wir noch? Heilmittel, heilt eine Krankheit. Blutpaket und aufbereitetes Wasser. Abgekochtes Wasser würde mir noch fast mehr bringen. So. Das ist schon krank, wie viele Ressourcen man braucht. Also es ist wirklich knackig schwer, das Spiel. Also Rufen Meile des Fallout 76 ist seit heute rausgekommen. Also eigentlich wurde es schon gestern veröffentlicht. Da gab es aber einen Fehler. Die haben gestern die Server schon freigeschaltet. So um 8, 9, 10 Uhr abends. Obwohl natürlich erst um 0 Uhr freigeschaltet werden sollte. Ein paar Stunden früher. So konnten wir gestern halt schon zocken und schon Videos hochladen. Das war natürlich das Geilste. Dass da heute Morgen schon ein Video online kam von mir, aber seit heute ist es raus. Ah, die Distanzen sind schon heftig da im Spiel. So, meine Lautsprecher meine Kopfhörer verabschieden sich bald, sind dann nämlich tot, batterieleer. So, also es ist hier totales Ödland, ihr seht es eh, das ist halt richtig krass, da ist einfach gar nichts. Und ich mache jetzt mal ein Bild vom Fotomodus, vielleicht kann man da ein bisschen Tiefenschärfe minimieren. Gut, so passt das. Und jetzt kann man hier das Menü ausschalten und dann sieht man halt, kannst du halt dich überall hinbewegen. Du kannst, glaube ich, sogar Bilder von der Luft aus machen. Das ist halt so genial. Kann man richtig schöne Ödlandbilder machen. Ich muss nur schauen, mit E, glaube ich, ne? Genau, mit E kann man einen Schnappschuss machen. So. Das reicht erstmal. Also ich muss sagen, ich spiele jetzt erstmal lieber das 76er. Es braucht definitiv mehr Ressourcen. Es ist grafisch auch besser. Fallout 4 habe ich ewig gezockt. Das war natürlich hammergeil. Also ich würde sagen, beides ist gleich geil. Von daher kann ich jetzt da keinen Vergleich ziehen. Es ist, hat sich was geändert, aber es spielt sich im Großen und Ganzen immer noch gleich. Das ist eigentlich das Geile, dass du das Spiel sofort wiedererkennst. Darum ging es mir eigentlich auch. Also das heißt, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Game wieder zocken kann. So, Quest begonnen, die Mission der Aufseherin. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich hier. Oh Gott, schon wieder Supermutanten. Jetzt reicht's. Ich habe nicht ewig Munition. Du betrittst ein Eventgebiet. Fuck.
So, die sind jetzt alle tot, die scheiß Supermutanten. Fuck, hier sterbe ich gleich. Fuck, 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 fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich brauche irgendwo was, was mich heilt und ich brauche vor allem Munition. Da ist nichts drin, scheiße. Na, hier kann man rein. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Nee, alles leer. Fuck. Leere Milchflasche, die bringt mir natürlich total viel. Scheiße. Ich glaube, der Typ verfolgt mich jetzt. Scheiße. Jan, servus, grüß dich. Sind doch noch ein paar Leute da zum Zuschauen. Aber wo ist denn der? Ist der da am Dach oben? Hallo, beruhig dich mal wieder. Fuck, ein Protektron, der bringt mich wieder um. Fuck. Gut, der soll die anderen mal beschäftigen und ich hau derweil ab. Scheiße, das ist nicht dein Ernst, oder? Das kann nicht dein Ernst sein. Das erste Mal in dem Spiel schwimme ich jetzt. Scheiße. Da kommt auch noch so ein Monster. Ich wollte gerade mal meine Munition aufsammeln und jetzt kommt da so ein Berserker hier. Vor allem, ich ziehe ihm ja gar nichts ab, also fast gar nichts. Jetzt verfolgt er mich, oder? Jetzt kommt er, war klar. Fuck! Wow, Junge, der greift da richtig an. Aber ich habe noch 93 Schuss für die Pumpgun, also ich werde es schon noch schaffen, dass ich den umbringe. So. 4-5% ziehe ich ihn bei jedem Schuss schon mal ab. Ja, ist gut jetzt. Wie Ereignis fehlgeschlagen. Ich habe das Ding doch fast schon getötet. So, noch 5. Ja. 10 Schuss, dann ist er tot. Endlich. Nochmal nachladen. Jetzt noch. Jetzt ist er fällig. Servus, grüß dich. Mal schauen, ob du mich kennst. Oh Gott. Von der Stimme her.
Ich muss jetzt Minimino nachschauen. Der. Warte mal. Der Marvader. Nee. Hilf mir auf die Sprünge. Was der? Ach, der Marcel! Servus! Ich hab nicht gewusst, dass du. Scheiße, jetzt bin ich gestorben! Verfickt! Ach so, ja, servus! Du warst ja vor allem im Stream schon dabei, gell? Ja, cool. Schön, dass du mich besuchst, während ich stirb. Oh Mann. Boah, ich will jetzt gerade offline gehen, weil. Jetzt ist der Saft raus. Vor allem Alola ist es echt schwierig gegen die fetten Monster und du hast nicht so viel Munition. Und ich laufe ewig bei den Missionen hin und her und find die Questpunkte nie. Schafft er nicht, oder wie? Okay. Okay. Also meins ist so rein vom Spielgenre auch nicht, aber so, da ich es halt von früher kenne, was schon früher gezockt habe, ist es für mich einfach so legendär. So, ich weiß jetzt nicht, folge dem Weg der Aufseherin. Ja, also habe ich den Sender jetzt immer noch nicht gefunden, oder wie? So ein schlechter Scherz. Wahnsinn. Ich darf jetzt ein riesiges Areal absuchen. Was sagst du? Ja, mir geht's sehr gut. Kann mich nicht beklagen. Bei dir auch? Ja, seitdem ich mit der Ausbildung fertig bin, geht's deutlich besser. Also auch mit dem Job und so, richtige Arbeit gefunden, Arbeitsstelle gefunden und so. Das macht schon sehr viel aus. Aber da ist alles gut. So. Genau hier sollte irgendwas sein. Aber es passiert nichts. Scheiße. So. Schon wieder, das kann doch nicht sein, schon wieder so Mutanten. Das gibt's doch nicht. Vor allem weiß ich nicht mehr, wie ich da hochkomme. So, da gibt's kein Treppenhaus. So, drei Schuss und tot ist er. Sehr schön. Ah, da ist das Treppenhaus. Sehr schön. Ah, Terminal des Bürgermeisters. Da sind wir richtig. Was meinst du, Ruben, wenn du den LS 19 holst? Ist eigentlich vorbestellt. Okay, sehr geil. Ja, der Ruben hat auch noch geschrieben, weil er irgendwie, wenn er im Laptop LS anmacht, kommt, dass ich die Grafikkarte aktualisieren soll. Ja, du musst halt den aktuellsten Grafiktreiber runterladen. Das hilft nicht. Das wird schon nötig sein. Ansonsten folge dem Weg der Aufseherin. Aha. Ah, hier! Oh, geil! Jetzt habe ich eine heftige Lootkiste gefunden. Geil! Ah,
sammle Bierflaschen auf bei der Schießanlage auf, repariere den Markenautomaten von Prickett's Fort. Alter, wie viel noch? Das ist Wahnsinn. Also jetzt ist Schluss. sonst komme ich vor 12 Uhr nicht raus. Sehr Wahnsinn. Ich muss quasi durch das ganze Gebiet streifen. Wahnsinn. Aber der Sarkasmus in den Spielen, in dem Spiel ist einfach Hammer. Das ist die Roboter oder so, die haben so einen geilen Sarkasmus drauf, das ist Hammer. Okay. So, ich habe fast schon wieder Hunger im Game natürlich. So. Was haben wir hier? Sammle das Fass ein, sprich mit dem Hemlock Holmes. Okay. Also ich verstehe, habe ich den Sender jetzt eh gefunden, oder? Ach, das war ja der. Okay, cool. Jetzt habe ich doch eine Mission beendet. Sehr schön. Gut, dann muss ich nur noch schauen, folge dem Weg der Aufseherin. Also hier mal 1, 2, 3 Missionsziele. Das andere sind Ereignisse und dann im Süden noch was, okay. Da ist schon heftig die ganze Standorte, der muss laufen. Also morgen hoffe ich, dass ich ein paar Leute zum Mitzocken habe, weil dann geht es vielleicht ein bisschen leichter. So. Sehr schön. Freundschaftsanfrage an Martin McPlay gesendet. Das sind meine Arbeitskollegen, gell? Die zocken das auch. Voll geil. So. Ja, Freunde, das war's jetzt dann vom Stream von Fallout. Ich freue mich, dass ihr so lange noch dabei wart. Jetzt ist doch schon auf 11. Dann haben wir jetzt doch schon 3 Stunden gestreamt. Sehr, sehr ordentlich, Freunde. Sagen wir mal danke fürs Zuschauen. Schön, dass ein paar bekannte Gesichter und Stimmen dabei waren. Maxi, Tim und dann Mr. Horizknecht. Naja, nochmal zum Schluss. Ja. Aber im Stream war es ja schon vorher dabei. Ja. Wir können schauen, ob man irgendwie sich anschauen kann, wie weit das man im Spiel fortschrittet ist. Aber Stufe 6 kann man sich anschauen, aber mehr nicht. Das war's dann schon. Naja. Leute, dann bin ich auch raus. Ansonsten sage ich einfach mal gute Nacht, macht es gut und morgen sehen wir uns abends wieder bei einem Stream, aber diesmal Preview von LS19. Ich hoffe, da sind mehr Leute dabei als 20. Bin mal gespannt, wie viele morgen dann Lust und Zeit haben. Ein Video wird es morgen auch geben vom LS19, aber vor allem abends einen Stream. Ich sage tschüss, bis dann, macht es gut, habe die Ehre. Ciao.